You're about to watch Honish Wave, the totally legal and advertiser-friendly ugly little brother of Germany's most banned podcast in history. Listen to the OG podcast live Sunday 6 p.m. Standard European. So, liebe Leute, willkommen zur 139. Folge der Honigwabe. Wir haben heute unter anderem ein paar Nachträge für euch, zum Beispiel zu dem ICE-Anschlag, wie jetzt herausgekommen ist, islamistischen Anschlag nahe Regensburg Anfang November letzten Jahres. Da ging ja erstmal durch die Presse und zwar sehr, sehr schnell, innerhalb von, ich glaube, deutlich weniger als 24 Stunden. Es wäre eine Psychotat, um die Bild zu zitieren. Es wäre von einer Schuldunfähigkeit auszugehen und generell hätte es keinen politischen Hintergrund. Ja, das hat sich jetzt um 180 Grad gedreht, was die behördliche Meinung angeht. Der Schaden ist natürlich angerichtet, also der Schaden dafür, dass das im öffentlichen Auge dann nicht als solcher erfasst wurde, ne? Denn den wirklichen Einfluss haben die Überschriften ja, wenn die Sache noch frisch ist. Aber dennoch, jetzt räumt man ein, ups, doch, war ein islamistischer Terrorist, war auch vernetzt mit anderen Islamisten und so weiter und so fort. Also ja, das hat sich jetzt 180 Grad gedreht, sodass es ungefähr da steht, wo wir standen, vor 5 Monaten schon, was ja ganz praktisch ist. Eine andere Sache, die sich gedreht hat, ist ein Bild von Robert Habeck, der war nämlich zu Besuch bei einem Scheich. Was für eine Überleitung, Alter! Wow, die war gut, Schlomo. Ich hatte mich eigentlich schon geärgert, weil ich hatte dieses 180 Grad zu früh gebracht und da musste ich das nochmal irgendwie reinzwecken. Ja, sehr, sehr schön. Dieses Bild, das wir hier sehen wir es gerade in ziemlich gerade, das hatte sich gedreht und zwar bei der Tagesschau. Sie haben da etwas mit etwas die Realität verdreht, könnte man sagen. Darüber werden wir reden. Hier sieht er natürlich klein und erbärmlich aus in so einer Bittstellerhaltung, wie die Bild darüber geschrieben hatte. Das passt schon ganz gut. Und ja, keine Ahnung, wie halt irgendwie Zwergnase, der irgendwie seinem großen Obermufti da die Hand schüttelt und sich für irgendwelche milden Gaben bedankt. Das wollte die Tagesschau natürlich nicht und hat das deswegen ein wenig gedreht. Ja, wir werden auch noch, wie der Titel schon sagt, darüber reden, was denn eigentlich eine Frau ist, denn es gab diese Woche eine weitere Person, die da Unklarheit zu haben scheint und damit war sie aber weitem nicht alleine, aber jetzt reden wir hier über eine Frau, die gerade nominiert ist als Richterin für den Supreme Court, also das höchste Gericht der Vereinigten Staaten, die ist unfähig zu definieren, was eine Frau ist. Wie gesagt, davon gab es mehrere Fälle schon auf dieser politischen Seite, insofern wollen wir das heute nochmal gerade rücken. Ja, ich glaube, das sollte für den größten Teil alles sein. Fridays for Future wird noch kurz drankommen. Da wurde jetzt irgendeine Sängerin rausgeschmissen von einem Auftritt da. Oder ihr wurde abgesagt, besser gesagt, weil sie Dreadlocks hat. Und wir werden gleich im Rahmen von Kritik direkt schon mal kommen zu den Migranten aus der Ukraine. Vor allem auch den Migranten, die dann eher aus Richtung Belarus und so weiter kommen oder direkt aus dem Süden angereist. Aber bevor ich zu Kritik komme, erstmal herzlich willkommen an meinen Co-Host Kasper. Ja, vielen Dank. Hallo Schlomo, hallo liebe Zuschauer. Ich würde gerne kurz aus dem Nähkästchen plaudern. Klar. Ich hatte nämlich vorhin eine Nachbarin getroffen, also so ein bisschen in der Nachbarschaft, die kennt man sich ja, ne? Also wie das halt so ist bei normalen Nachbarschaften. Und ich habe einen Nachbarn, mit dem ich schon ein paar Mal draußen gequatscht habe, das ist ein Vietnamese und der war mir sehr sympathisch. Ja, ich kann leider nicht zu genau schildern, was der so macht, weil dann könnte man möglicherweise Rückschlüsse ziehen auf meinen Wohnort, aber sagen wir mal so, der hat auf jeden Fall ein ferngesteuertes Auto und so ein E-Scooter. Ja, und mit den beiden Sachen ist er ab und zu mal unterwegs. Und jetzt habe ich vorhin die Nachbarin getroffen, die hat mir Folgendes erzählt. Nochmal mehr vorhin, also, weiß ich nicht, jetzt vor 4 Stunden oder so, ist der wohl mit seinem E-Scooter fahrend aus dem Fahrstuhl raus und mit da drin ein altes Ehepaar. Mhm. Sie mit Rollator und er halt ganz normal, ja. Und der Mann sagt sowas Ähnliches wie, ey, muss denn das hier sein? Ja, weil die Frau hat sich irgendwie erschrocken oder irgendwie so. Und Digga, nochmal, der war mir bis gerade eben, ich musste ihn jetzt hiermit leider canceln. Wahnsinnig sympathisch. Und weißt du, was er macht, Schlomo? Ich habe keine Ahnung. Das ist rassistisch. Und dann ging die Diskussion los über Rassismus und so weiter. Wobei der Opa gesagt haben soll, nee. Dann war, wie gesagt, ich war nicht dabei. Dann war, also erstmal, das ist rassistisch. Und dann war irgendwie, dass er, also dieser Vietnamese, irgendwas sagte mit ihr Land und dein Land, irgendwie sowas in der Art. Alter, ey. Und das hatte nicht der alte Typ schon aufgemacht. Der hatte nicht gesagt, nein, geht sowas nicht, oder? Nein, um Gottes Willen, nein. Der Vietnamese hat das explizit gesagt, ja. Woraufhin der alte Mann dann gekontert hat, ja, ich kenne ja ihr Land auch, die Leute da sind netter als sie. Also, die konnten das gar nicht verarbeiten, was ihnen da gerade vorgeworfen wird, ne? Und ich finde das so schade, weil der war mir bisher äußerst sympathisch, der Typ, der Vietnamese.
Ne, und jetzt kriege ich halt einen Hass, Alter. Ich krieg einen richtigen Hass. Man merkt halt, das bleibt kleben, ne? Die verinnerlichen das Richtige und sehen es dann auch, also nicht alle natürlich, wie immer, aber viele sehen es dann auch irgendwie als ihr Anrecht. Sie sehen sich schon als eine höhere Kaste, wie sie auch behandelt werden, einfach weil sie nicht weiß sind. Ja, und nochmal, also wenn ich mit dem E-Scooter aus dem Fahrstuhl rausfahre und dabei nach meinem Gefühl mit ausreichend Abstand, nach dem Gefühl einer Oma mit dem Rollator vielleicht nicht mit ausreichend Abstand, Digga, dann sagt der Opa zu mir genauso, ey, junger Mann, muss das sein oder irgendwie sowas. Ne? Ja, aber nein, es ist Rasse, es ist, und echt, also, ich bin ein bisschen schockiert gewesen, ne? Weil es ist halt so, bisher fand ich den super angenehmen Typen, jetzt halt so, Gott, du bekacktes Opfer, Alter. Mal gucken, wie das in Zukunft zuläuft mit uns. Als du angefangen hattest mit der Geschichte, dachte ich erst, okay, das kann eigentlich nur einen von zwei Wegen gehen. Oder, ja, es gibt zwei Wege, wie das laufen könnte. Entweder die Alten sind total eingeschüchtert, weil sie wissen, dass, was hier mit Rassismus gemeint ist, irgendwas ist, was sie gar nicht mehr begreifen, aber trotzdem irgendwie ein riesiges soziales Stigma hat und so und sind dann ganz kleinlaut. Oder halt, die geben so richtig Kontra, eben auch aus demselben Grund, weil sie es gar nicht begreifen, aber dieses Stigma noch gar nicht so richtig mitbekommen haben. Also, so wie mir das geschildert wurde, sind die damit, also, das war nicht so, hä, was ist denn das für ein abartiger Vorwurf, sondern das war halt so, hä, ne, das, also, nee, meine Frau, die hat sich erschrocken, also als wenn das ein ganz normaler Vorwurf wäre. Ne? Rassismus gegen Ausländer. Gut, soviel zu dem Nähkästchen. Haben wir das auch erledigt. Perfekt, dann würde ich kurz zu Kritik kommen und damit beginnen wir direkt unser erstes Thema, da haben wir auch gleich einen Einspieler zu. Und zwar habe ich in meinem aktuellen Video die Drehtür nach Westeuropa, wo ich über die Migranten aus der Ukraine gesprochen habe und wie die sich so zusammensetzen, was halt sehr schwer zu überblicken ist, da habe ich gesagt, man könnte weiterhin in die Ukraine fliegen und das wurde mir davon suggeriert, dass es mir möglich gewesen wäre, ein Ticket zu buchen aus Marrakesch in die Ukraine. Jetzt hat jemand auf dem Honigforum mich korrigiert und gesagt, ja, man kann noch diese Tickets buchen, aber die Flüge finden da nicht mehr statt. Das ist quasi mehr oder minder ein Bug, was man da sieht. Es bleibt der Punkt bestehen, den ich glaube ich auch direkt danach im Video gemacht habe. Man kann natürlich in das Umland fliegen, ne? Und ähnliche Sachen scheinen ja auch organisiert von Schleuserbanden betrieben zu werden. Wobei wir direkt schon wären bei dem Einspieler, den wir euch zeigen wollen. Das scheint so ein bisschen auch in den Mainstream jetzt zu sickern. Die Welt hat das jetzt aufgegriffen, wenn auch teilweise unglaublich geframed, ne? Ich würde sagen, gucken wir uns mal an, was wir jetzt erfahren darüber, woher die Migranten kommen, die wir hier gerade aus den Zügen steigen sehen. Viel Spaß. Schleuser werben für Fluchtrouten und sollen gefälschte ukrainische Ausweise nutzen. Was es nicht alles gibt. Welt.de vom 26.03. Der Bundesnachrichtendienst warnt in einer internen Meldung vor professionellen Schleuserstrukturen, die die Fluchtbewegung aus der Ukraine ausnutzen. Es sei möglich, dass die aktuelle Lage auch von Mitgliedern terroristischer Gruppierungen genutzt werde. Ich meine mich zu erinnern, dass wir sowas ähnliches an Tag 5 oder so prophezeit haben. Also sprich ungefähr heute vor einem Monat und nicht ungefähr heute vor einem Tag. Sicherheitskreise gehen davon aus, dass die Fluchtbewegungen aus der Ukraine auch von Schleusernetzwerken ausgenutzt werden. Denn gemeinsam mit Flüchtenden aus der Ukraine wandern derzeit auch viele Menschen aus anderen Ländern über die Balkan- und Ostroute in Richtung Westen. Und warum ich Flüchtende da so betone, ist nicht, weil da nicht tatsächlich Leute aus der Ukraine flüchten, sondern weil das Flüchtlinge heißt. Hier wird nicht gegendert. Den Erkenntnissen der Behörde zufolge vermischen sich die Flüchtlingsströme. Und darin hätten professionelle, transnationale agierende Schleuserbanden Chancen erkannt und ihren Modus operandi entsprechend angepasst. Das geht aus einem internen Dokument des Bundesnachrichtendienstes hervor. Warum bespricht man das so ein bisschen intern? Warum gibt es da so einen internen Bericht? Wieso läuft das nicht bei der Tagesschau? Ich kann es euch sagen, weil man genau das will. Man will die Terroristen nicht, das ist klar, aber man will die Migration in möglichst großen Zahlen von Personen aus möglichst fernen Ländern. Frau Faeser buchstabiert es euch jeden Tag in die Fresse, liebe Welt. Konkret bedeutet dies, dem BND liegen glaubhafte nachrichtendienstliche Hinweise darauf vor, dass Schleuser sich bereits gezielt gefälschte ukrainische Studentenausweise verschaffen und Routen über das ukrainisch-polnische Grenzgebiet bewerben. Nein, also exakt die Route, von der wir an Tag 1 angenommen haben,
dass sie die neue Route ist, um die Fantasien bezüglich eines demografischen Wandels, alles andere wäre eine Verschwörungstheorie, einer Frau Faeser zu verwirklichen. Laut einem weiteren nachrichtendienstlichen Hinweis eines Partnerdienstes bewerbe ein solches Schleusernetzwerk den Transport von Flüchtenden nach Europa in leeren Lastwagen, die zuvor Hilfsgüter in die Ukraine transportiert haben. Dieses Angebot ziele vorwiegend auf Migranten aus afrikanischen und arabischen Ländern ab, die bereits vor dem Krieg in der Ukraine gelebt haben. Was? Die sind mittlerweile alle hier, lieber BND, liebe Welt. Was glaubt ihr denn, wie viele Hunderttausende Araber und Afrikaner bisher in der Ukraine gelebt haben? Ich war ja glücklicherweise da vor anderthalb Jahren oder so. In Kiew und Odessa zum Beispiel. Und ich kann euch sagen, da Nicht-Ukrainer auf der Straße zu sehen, ist die absolute Ausnahme. Die gibt es, keine Frage. Aber es ist so einer von 80 oder sowas. Wo sollen diese Leute plötzlich alle herkommen? Man weiß es nicht. Mit Weißrussland, wo man exakt diese Klientel gezielt eingeflogen hat, um sie dann gen Westen zu schicken. Damit hat das auf jeden Fall nichts zu tun. Der Preis betrage 5.500 Euro pro Person. Oder in anderen Worten, da kommen mal wieder die wohlhabendsten Flüchtlinge an, die vor Dürren und dem Klima und so weiter fliehen. Laut Geheimdienst habe dieses Netzwerk bereits Schleusungen über Belarus. Aha. Sag mal, jetzt mal im Ernst. Liebe Zuschauer der Honigfarbe, ich habe den Artikel selber noch nicht gelesen. Ich lese den gerade selber zum ersten Mal. Deshalb meine Verwunderung darüber. Bei der Welt erzählt man euch gerade, dass dieses Angebot vor allem an diejenigen Migranten gerichtet sei, die bereits in der Ukraine gelebt haben. Ich rieche sofort den Bullshit aus diesen Zeilen und zwei Sätze später fällt dann Belarus, früher Weißrussland genannt, und die Info, dass dieses selbe Netzwerk bereits Schleusungen über Belarus in die EU organisiert habe. Und damit endet der Satz und doch der Zusammenhang. Als wäre die einzige Gemeinsamkeit, dass es sich dabei um dasselbe Schleusernetzwerk handelt. Ansonsten hat das mit Weißrussland gar nichts zu tun. Gar nichts. Das sind alles Zufälle, liebe Welt. Wie heißt denn der Autor? Alexander Dinger. Der Herr Alexander Dinger braucht noch ein bisschen Nachhilfe. Eine weitere Möglichkeit bieten in der Türkei ansässige professionelle Schleuserstrukturen, die ukrainische Ausweisdokumente fälschen würden. Demnach habe die Polizei in Istanbul sich bereits mehrfach an das ukrainische Generalkonsulat gewandt, da bei der Kontrolle von Syrern und Afghanen vermehrt ukrainische Dokumente festgestellt worden seien. Ja, da muss man mal nachfragen. Stimmt das denn so? Bei einem Afghanen, der warum auch immer in Istanbul wohnhaft ist, geht das da mit rechten Dingen zu, wenn der über ukrainische Ausweisdokumente verfügt? Könnte alles sein. Bekannt sei auch eine Telegram-Gruppe, in der ukrainische Ausweisdokumente für Migranten auf der Balkan- und Ostroute angeboten worden seien. Es werde damit geworben, dass die Einreisebedingungen für Schutzsuchende aus der Ukraine vereinfacht wurden und man davon profitieren könne. Damit werde vor allem der Transit durch Rumänien, Ungarn und die Balkanstaaten vereinfacht. Ein weiteres Netzwerk bewirbt Schleusungen für in der Ukraine und in Rumänien gestrandete Migranten. Hier werde mit Fahrern, die einen europäischen Wohnsitz haben, geworben. Diese Schleusungen sollen bis zu 5.500 Euro kosten. Der Bundesnachrichtendienst kommt zu dem Schluss, dass Schleuserstrukturen zeitnah auf die aktuellen Fluchtbewegungen reagieren und für ihr Geschäftsmodell nutzen werden. Da müssen Leute mit einem IQ von 8.000 arbeiten. Einschätzungen über den Erfolg der bisher aufgedeckten Angebote lägen allerdings nicht vor. Man beobachte aber Aktivitäten von Schleusern in der Türkei, Irak, Russland, Belarus, Ukraine, Polen, den Niederlanden und Deutschland. Von einer verstärkten Nutzung dieses erweiterten Angebotes sei, Zitat, nahezu sicher auszugehen. Da, also, mir fehlen ein bisschen die Worte. Wir hatten in der letzten Honigfarbe am Sonntag einen Typen von der Bild. Und das Video wiederum war nicht vom Sonntag, sondern nochmal 3-4 Tage länger her. Also demnächst 2 Wochen ist das her, dass dieser Bildreporter in die Kamera sagt, in der Ukraine könne man sich für, Zitat, wenige Euro einen gefälschten ukrainischen Pass klar machen. Hat der sich das ausgedacht, der Mann? Oder passiert das mittlerweile? Keine Ahnung, ich habe dazu keine Meinung. Es sei auch möglich, dass die aktuelle Lage auch von Mitgliedern terroristischer Gruppierungen genutzt werde. Allerdings lägen hierzu noch keine Erkenntnisse vor. Das ist interessant, denn ich habe diese Woche gelesen, dass auf Geheiß Putins bereits Tschetschenen nach Berlin verfrachtet wurden. Und dass die Polizei davon wohl mitbekommen hätte. Ich finde gerade den dazu passenden Artikel nicht. Ist auch nicht so ganz einfach bei so einem unangenehmen Thema mit Google, ihr kennt das. Da findet ihr zu allem möglichen Treffer, aber nicht
nicht zu solchen Unannehmlichkeiten, aber gut, dem BND lägen dazu noch keine Erkenntnisse vor. Der Nachrichtendienst schätzt, dass seit Kriegsbeginn ungefähr 3,7 Millionen Menschen die Ukraine verlassen haben. Laut der Internationalen Organisation für Migration sollen sich bei Kriegsbeginn 60.000 Menschen ohne Aufenthaltserlaubnis in der Ukraine aufgehalten haben. Beenden möchte ich dieses Segment mit dem Zitat eines Tweets von Nancy Faeser, unserer Innenministerin, aus dieser Woche, vom 21. um genau zu sein. Das war Montag. Für Rechtsextremismus und Rassismus gibt es keinen Platz und keine Rechtfertigung. Wir bekämpfen Menschenverachtung und Hetze konsequent. Präventiv, ganzheitlich und mit der Härte des Rechtsstaats. 365 Tage im Jahr. Hashtag Tag gegen Rassismus. Wie bei einer gottverdammten Schallplatte mit einem Sprung drin, kommt da jedes Mal nur dieselbe Scheiße raus. Wir könnten heute 3 Terroranschläge in Deutschland haben und morgen würde unsere Innenministerin irgendwas über Rassismus tweeten. Kleiner Nachtrag noch zu Faeser. Das habe ich leider erst gesehen, als ich mit dem Segment schon fertig war. Die Frau, die uns den ganzen Tag und die ganze Nacht irgendwas von Rassismus und Rechtsextremen erzählt, ist übrigens nicht nur Innenministerin, sondern auch Ministerin für Heimat. Geil, oder? Vielleicht ist das der Grund dafür, dass sie diese Heimat von Grund auf umbauen möchte. Ich weiß es nicht. Dass wir sowas noch haben, ne? Das kommt irgendwann weg oder wird anders benannt. Da bin ich mir ganz sicher. Ich meine, das ist erst eingeführt worden in der letzten... Ja? Und ich meine, in der letzten Legislaturperiode ist das überhaupt erst eingeführt worden. Aber Heimat, ich will es nicht beschwören. Das ist ja borderline völkisch hier. Also, ja, okay, ja, ist auch ein CSUler, also ein strammer Neonazi für verantwortlich gewesen. Ach so. So wie ich meine, das mitbekommen zu haben. Ach so, interessant. Ja, und also nur zum Verständnis, ne? Du bist da nicht Bundesministerium in dem Amt, was fürs Innere zuständig ist und in einem weiteren Amt, was für Heimat zuständig ist. Das ist wie bei Habeck, ne? Der hat ja auch Wirtschaft und Klima heißt es, glaube ich. Das ist halt, dass das Amt, das Bundesministerium des Innern, ist einfach auch noch zum Bundesministerium für Heimat ernannt worden. Also das heißt das Bundesministerium für Inneres und Heimat oder so. Ich verstehe. So kommt das zustande. Also nicht, dass sie da 2 Posten bekleiden würde. Die bekleidet einen Posten, aber das macht sie äußerst gut. Realitätsverdrehung sehen wir ja allgemein ganz gerne mal, allerdings selten derartig im Wortsinn, wie es jetzt hier passiert ist. Wie ich eingangs schon kurz geschildert habe, Habeck war auf einer Reise nach Katar und hat da die Scheichs getroffen. Das Ganze die lupenreine Demokratie Katar, sorry, ich wollte das nur anmerken. Ja, und es ging um Energie, ne? Es geht halt, ich denke, Aufhänger war auch so ein bisschen das Russland-Ding, ne? Dass man nichts mehr von Russland kaufen will und irgendwo muss genau, die Scheiße ja, genau. herkommen. Das war der Grund, ja. Genau, ja. Und da gab es dann Fotos wie dieses hier. Das wurde von der Bild dann umschrieben als der Bittsteller von Katar, wie es auch aussieht. Ne? Also er sieht hier sehr erbärmlich und sehr untergeordnet aus. Ne? Also wenn wir jetzt irgendwie so einen Hunderudel hätten und ein Hund sieht so aus und der andere so von der Körperhaltung, dann würden wir denken, ah, okay, das ist also das Alpha-Tierchen. Das sind genau die Bilder, die man nicht haben will als Ampelregierung. Ne? Ich meine, Habeck ist jetzt unser Vizekanzler und Wirtschaftsminister und Minister für Klima, was dazugepackt wurde, wie auch eben bei dem Heimat- und inneres Ding. Es ist wirklich auch faszinierend zu sehen, wie regimetreu die Presse jetzt geworden ist. Weil früher war es ja immer so, CDU ist aber ein bisschen zu rechts hier und so. Und so konnten sie auch noch etwas den Anschein wahren, nicht einfach hundertprozentig auf der Seite derer, die gerade regieren zu sein, was natürlich dann noch propagandamäßiger kommt. Ja, aber das ist jetzt futsch, weil jetzt sind ja ihre Leute, bis auf vielleicht die FDP, aber die FDP ist halt, das sind ja irgendwelche Wackelpudding-Leute. Also, wen interessiert, wo die FDP mit drin ist? Ich glaube, unsere Medien auch herzlich wenig. Insofern ist diese Regierung jetzt quasi hundertprozentig auf Medienlinie und Bilder wie dieses waren natürlich zu vermeiden. Und ganz kurz, bevor du das Ding gleich auflöst, ne, man muss sich direkt da mal vorstellen, wie absurd der Gedanke ist, dass man da einen CDUler dermaßen manipulativ gut oder neutral dargestellt hätte, heute vor 3 Jahren oder sowas. Undenkbar. Da hätte man alles genutzt, um die Leute nach Möglichkeit eher schlecht aussehen zu lassen. Ja, klar. Wir haben jetzt lang genug das echte Foto betrachtet. In dem Artikel, was hat Habecks Energiereise gebracht, wurde dann dieses Bild hier gezeigt. Was fällt uns auf? Es ist nicht exakt dasselbe Bild wie das, was wir gerade hatten, aber es ist eins wahrscheinlich. Ist ein anderer Frame, von daher zeigt das doch wahrscheinlich die Wahrheit, oder? Ja, ist doch ganz einfach. Die Augen sind ja offen, also muss das aus einem anderen Winkel fotografiert worden sein oder so. Ich habe hier mal eine rote Linie mir eingefügt. Mit der habe ich nichts anderes gemacht, als sie hier zu importieren. Gerade rote Linie, die war erst senkrecht, ne? Die war erst senkrecht und ich habe sie dann hier so waagerecht gemacht. Das sollte also perfekt gerade sein. Dann vergleichen wir das doch mal mit diesem Balken, den wir hier sehen.
Der, wie der schiefe Turm von Pisa hier nach rechts abbiegt. Und so sind sie natürlich auf Augenhöhe. Ne? So hat man quasi eine gleichwertige Partnerschaft oder was man symbolisieren wollte. Auf jeden Fall hat man nicht, unser Vizekanzler ist ein scheiß Kack. Ist ein kleiner, weicheiiger Kack. Diese Bilder wollte man natürlich nicht. Ich hab mal versucht, ja? Ihr müsst euch wirklich die Tragweite klar machen. Du hast schon aufgelöst, ne? Ja, hat man ja gesehen. Das ist völlig klar, was die Sache ist. Ne? Die Tragweite klar machen von dem, was wir da eigentlich gerade sehen. Solche Bilder, wenn die ARD da nicht jemanden selber hingeschickt hat, wenn sie da jemanden selber hingeschickt hat, ist die Sache völlig klar. Wenn sie da nicht jemanden selber hingeschickt hat, dann bedient man sich ja bei solchen Fotos irgendwelcher Presseagenturen. Und die Presseagenturen, die drehen die Bilder nicht irgendwie. Das heißt, doch jeder, ich muss aktuell... Also, das merkt doch jeder, dass das Bild gedreht ist. Das sieht man auch sofort. Ja. Das heißt also, ich muss davon ausgehen, dass irgendjemand bei der Tagesschau saß und sich dachte, oh, das sieht aber nicht so gut aus. Ich drehe mal dieses Bild, damit die sich so ungefähr auf Augenhöhe begegnen. Ja. Also die Tragweite, wie manipulativ unsere ach so neutralen öffentlich-rechtlichen Medien hier scheinbar in das echte Geschehen eingreifen, damit es dann beim Betrachter ein bisschen neutraler aussieht oder sehr viel neutraler aussieht, als es in der Realität war. Ich habe übrigens meinen Spaß gemacht, das Ganze wieder richtig rum zu drehen. Das war noch bevor ich diese rote Linie hier eingefügt habe. Daher werden wir sehen, es ist immer noch etwas schief und immer noch in die Richtung, die die Tagesschau wollte, schief. Etwas nach rechts. Ich hätte es noch etwas mehr zurückdrehen sollen. Aber so ungefähr müsste es eigentlich aussehen. Das exakte Bild, was die Tagesschau da hat. Denn wie gesagt, das andere Foto, was wir euch gezeigt haben, ist ein etwas anderer Frame, wahrscheinlich irgendwie eine Sekunde zeitlicher Abstand zu dem hier. Aber so müsste es wirklich aussehen und so sah es bei der Tagesschau aus. Wunderschön. Gut, ich glaube, das nächste haben wir dann die... Nochmal, ich kann das nicht, Alter, ich kann das nicht. Wenn dort jemand Höcke... ein Bild von Höcke bei der Tagesschau manipuliert hätte, damit er besser aussieht, als er de facto vor Ort aussah. Wir hätten hier wahrscheinlich am selben Tag noch, wo das publik wird, dass da jemand manipuliert hat, den Namen von dem entsprechenden, weiß ich, Redakteur oder Praktikanten oder wer auch immer das war. Und ich nehme an, wir hätten die erste Entlassung oder irgendwie sowas in der Art. Das ist eigentlich unglaublich, was da abgegangen ist mit diesem Bild. Das ist unfassbar. Aber glaubt mir mal, da wird gar nichts folgen. Wir werden keine Namen erfahren. Das Ding, ihr habt hier gerade an dieser Stelle zum letzten Mal davon gehört. Das wird nie wieder thematisiert. Und das ist auch eine Ecke gruseliger jetzt, wo, wie gesagt, ihre Interessen zu quasi 100% mit denen der Regierung übereinstimmen. Ne? Jetzt zu sehen, dass einfach die momentane Regierung in Schutz genommen wird von der Presse, das ist schon ein bisschen scary. Das hat halt schon mehr oder noch mehr als früher diesen Gleichschaltungscharakter, weil sie jetzt halt haben, was sie wollten. Sie sind jetzt an der Macht, ihre Leute sind jetzt an der Macht und die Aufgabe der Medien ist jetzt eigentlich nur dafür zu sorgen, dass sie das bleiben und dass diese Macht noch ausgebaut wird. So sieht es für mich aus, ja. Gut, als nächstes haben wir dann die Straftat der Woche und danach kommen wir zu noch ein paar anderen Straftaten. Ich würde erstmal sagen, damit viel Spaß. Ermittlungsstand zum versuchten Tötungsdelikt in Mainz vom 22.03.2022. Presseportal.de. Gegen 15 Uhr greift ein 32-jähriger Mann einen 48-jährigen Fahrlehrer einer Fahrschule am Mainzer Alizenplatz mit einem Messer an und verletzt diesen schwer. Die Ermittlungen haben mittlerweile ergeben, dass um 15 Uhr regelmäßig ein Wechsel der Fahrschüler von dieser Fahrschule stattfindet und Fahrlehrer dort anwesend sind. Der Beschuldigte, ein mehrfach durch praktische Prüfungen gefallener Fahrschüler, nutzt diese Situation, um einen der Fahrlehrer mit einem Messer anzugreifen. Der Fahrlehrer erleidet dabei schwere Verletzungen im Kopf-, Hals- und Schulterbereich. Er wird noch in der Nacht notoperiert. Sein Zustand wird als kritisch bewertet, er ist aber mittlerweile ansprechbar. Dem 48-Jährigen kommen während des Angriffs zwei weitere Fahrlehrer zu Hilfe und werden ebenfalls durch den Beschuldigten leicht verletzt. Durch Zeugen wird ein 24-jähriger Polizeibeamter, der zu diesem Zeitpunkt in einiger Entfernung bei einer Unfallaufnahme tätig war, um Hilfe gerufen. Dieser begibt sich sofort zum Tatort und erkennt auf der Straße einen andauernden Angriff auf einen am Boden liegenden Mann. Da der Beschuldigte nach klarer Ansprache, den Angriff sofort abzubrechen, das Messer nicht aus der Hand legt, macht der Polizeibeamte von seiner Schusswaffe Gebrauch und gibt mehrere Schüsse auf den Beschuldigten ab. Dieser wird durch mehrere Kugeln getroffen und kann dadurch seinen Angriff nicht fortsetzen. Auch er wird in der Nacht notoperiert, sein Zustand ist derzeit stabil. Bei dem Beschuldigten handelt es sich um einen 32-jährigen somalischen Staatsangehörigen mit Wohnsitz in Mainz. Alles klar, muss man auch ein bisschen verständlich
Verständnis für haben. A, ist der arme Mann bestimmt traumatisiert. B, hat er anscheinend noch keine deutsche Staatsbürgerschaft, was natürlich auch dazu führt, dass die Leute dazu neigen, kriminell zu werden. Fehlende Zukunftsperspektiven und so, haben wir ja so gelernt. Und C, ich könnte mir durchaus vorstellen, dass das durch die praktische Prüfung fallen auch mit Rassismus zu tun hat. Von daher hoffen wir mal, dass sich der Mann von seinen Schussverletzungen erholt und dann möglichst schnell einen deutschen Pass und einen Führerschein ausgehändigt bekommt. Frauen beraubt, Zeugen gesucht. Ebenfalls presseportal.de vom 21.03. Ein unbekannter Täter hat am Sonntag in der Hauptstädter Straße und der Weberstraße gleich zwei Frauen im Alter von 35 und 39 Jahren ausgeraubt. Der Täter stahl gegen 6 Uhr vor einem Café in der Hauptstädter Straße zunächst das Mobiltelefon einer 35-Jährigen und stieß sie anschließend weg. Eine 39-Jährige, die offenbar dazwischen gehen wollte, soll daraufhin vom Täter geschlagen worden sein. Als der Unbekannte davonlief, folgte ihm die 39-Jährige. In der Weberstraße soll der Mann ihr dann die Handtasche mit über 100 Euro Bargeld entrissen haben und anschließend geflüchtet sein. Der Mann soll ca. 30 Jahre alt, 1,85 bis 1,90 groß, schlank und dunkelhäutig gewesen sein. Er hatte dunkle Haare und trug eine graue Jacke sowie Jeans. Nett. Und der Rest des heutigen Segments, Straftat der Woche, ist ein Special. Ich nenne es das Hetzjagd-Spezial. Polizei Homberg. Unbekannte Täter schlagen auf 3 junge Männer ein. Presseportal.de, 21.03. 3 junge Männer von unbekannter Tätergruppe zusammengeschlagen. Am Samstagmorgen wurden 3 junge Männer im Alter von 17 und 18 Jahren in der Bahnhofsstraße von mehreren unbekannten Tätern angegriffen und geschlagen. Die 3 Männer befanden sich auf dem Gehweg der Straße im Bereich einer dortigen Diskothek. Plötzlich wurden sie von einer Gruppe von 3 bis 5 Tätern angegriffen. Sie wurden sofort geschlagen und 2 der 3 Männer gingen daraufhin zu Boden. Einer konnte flüchten, wurde jedoch von den Tätern verfolgt, eingeholt und anschließend ebenfalls geschlagen. Die 3 jungen Männer erlitten durch die Schläge Hämatome im Bereich der Gesichter, Verletzungen im Bereich der Augen, Nasen und Lippen. Von den unbekannten Tätern ist lediglich bekannt, dass es sich um eine Personengruppe aus 3 bis 5 Tätern handelt. Die Personen seien vermutlich alle zwischen 20 und 25 Jahre alt und südländischer Herkunft. Eine Person hatte einen 3-Tage-Bart. Und die 2. Hetzjagd der Woche, Polizeipräsidium Freiburg. 11-Jähriger nach versuchtem Straßenraub verletzt. Ebenfalls presseportal.de vom 24.03. Am Sonntagnachmittag kurz nach 16 Uhr wurde ein 11-jähriger Junge mit seinem Mountainbike in Freiburg-Zehringen von 3 bislang unbekannten Jugendlichen angegriffen und geschlagen. Die 3 Jungs hielten den 11-jährigen mit seinem Fahrrad auf dem Parcours fest und forderten ihn auf, ihnen sein Fahrrad zu übergeben. Der Wortführer verlieh seiner Forderung mit einem Schlag ins Gesicht noch weiteren Nachdruck. Obwohl sich der junge Radfahrer zunächst losreißen und flüchten konnte, wurde er in Folge durch das Trio eingeholt und erneut festgehalten. Es folgten weitere Schläge und beschädigende Tritte gegen das Fahrrad. Anschließend ließen sie von dem verletzten Jungen ab und flüchteten in unbekannte Richtung. Die Tatverdächtigen werden vom Geschädigten wie folgt beschrieben. Ich kürze das ab. Person 1, vermutlich syrischer Herkunft. Person 2, sprach syrisch. Also in Syrien spricht man Arabisch. Und ja, die arabischen Dialekte unterscheiden sich voneinander, wobei in Syrien Hocharabisch gesprochen wird. Aber ich nehme jetzt mal an, dass ein 11-Jähriger syrisches Hocharabisch nicht von dem Arabisch, was im Maghreb gesprochen wird, unterscheiden kann. Ich nehme mal an, damit ist gemeint, er sprach Arabisch. Und dunkelhäutig. Und zu Person 3 haben wir nur das Alter und die Farbe der Jacke und der Schuhe, die er anhatte. Ja, das ist natürlich unangenehm für so einen 11-Jährigen, wenn man ihn darum bittet, sein Fahrrad herzugeben, ihm dann in die Fresse reinschlägt, er sich losreißen kann, man ihn einholt und ihm erneut in die Fresse reinschlägt. Aber, liebe Freunde, in Chemnitz 2018 gab es Hetz- bzw. Menschenjagden und, so liest man bei Wikipedia, gewalttätige Ausschreitungen. Okay. Genug, wie sich herausstellte. Dabei hatte die Polizei im Vorfeld versprochen, dass sich diesmal solche Szenen wie Sonntagabend in Chemnitz nicht wiederholen würden. Da hatten Rechte eine regelrechte Jagd auf Menschen anderer Hautfarbe veranstaltet. So, ich hatte ja noch mehr Straftaten versprochen und genau die werden jetzt auch kommen. Die eine davon wird der Nachtrag zu dem ICE-Anschlag nahe Regensburg sein. Aber zunächst geht jetzt ein Fall vor Gericht, der sich vor 9 Monaten in Niederbayern ereignet hat. Da hat ein Somalier einen Mitbewohner in einer obdachlosen Unterkunft mit mindestens 111 Messerstichen getötet und die Leiche anschließend enthauptet. Ich will jetzt nicht zu sensationslüstern werden, aber in der SZ erfahren wir dazu noch, der Messerangriff war derartig gewaltsam, dass dem Opfer bei lebendigem Leib Innereien austraten.
Der Typ wurde auch, so wie es passiert ist mit dem Regensburger Terroristen, sofort für schuldunfähig erklärt. Daran hält man auch in diesem Fall bis heute noch fest. Worauf wollte ich damit hinaus? Ich schilder einfach erstmal, was die Anhaltspunkte sind, die Sie dafür haben. Der will wieder Stimmen gehört haben. Eigentlich das Standardpaket, was dann so geschildert wird. Der dachte, Also genau das, was bei Tobias Rathje nicht zählte. Genau, der dachte... Hast du mein Segment dazu gesehen? Hast du Neues? Neues von letzter Woche, glaube ich. Vom Gericht bestellte Gutachter kommt über zum Ergebnis, dass er, ich zitiere hier ungefähr wörtlich, aller Wahrscheinlichkeit nach für schuldunfähig erklärt worden wäre. Wäre es zu einer Verhandlung gekommen, im Fall Rathje. Das ist eine Info, die ist jetzt mittlerweile 200 Wochen alt, interessiert irgendwie niemanden. Ja, ich wollte es nur mal angemerkt haben. Tobias Rathje hat Stimmen gehört, der hat schon vor Jahren, der hat nicht erst bei der Tat angefangen, Stimmen zu hören oder so, vor Jahren schon, und hat dazu sich auch in seinen Manifest ausgelassen. Ich wollte es nur mal gesagt haben. Genau, und da haben wir den endgültigen Sargnagel, dass dieses Manifest wortgleich existierte, bis auf die rechtsradikale rassistische Passage, die verhältnismäßig kurz war. Das war im Endeffekt einfach nur eine Liste von Ländern, die er vollständig ausrotten wollte, weil er die Leute dort als minderwertig betrachtete. Und die Staatsanwaltschaft selber hat ja am Anfang genau das spekuliert, was wir auch spekuliert haben. Und zwar, der hat halt gedacht, dass er so maximale Aufmerksamkeit auf seine Verschwörungstheorie über einen Gedankengeheimdienst lenken könnte, der ihm Ideen für Filme, die deutsche Nationalmannschaft von der Aufstellung her und so weiter aus dem Kopf klaut. Also, wie gesagt, dieser Vergleich bietet sich natürlich immer bei sowas an. Der Typ, über den wir jetzt hier reden, der Somalier, der soll davon überzeugt gewesen sein, jedenfalls sagte er das nachher, dass der Typ, den er tötete, von zwei Dämonen besessen wäre. Er will Stimmen gehört haben, er will Statuen gesehen haben, die ihn angestarrt hätten. Ich weiß nicht, ob diese Statuen dann quasi die Dämonen symbolisiert haben sollen oder so. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall, die Bullen sagen, der Typ ist komplett durch. Der hat auch irgendwie seinen Kopf mit voller Wucht gegen die Wand gerammt, als er dann in der Haft war und so weiter. Er hatte so eine kleinere Geschichte mit irgendwie Betrugsdelikten und Eigentumsdelikten. Vielleicht auch mal irgendein kleineres Gewaltding mit dabei, aber natürlich noch nichts von dieser Magnitude hier. Ja, und der gilt jetzt halt als schuldunfähig. Man kann da halt nicht wirklich reingucken. Ich habe den Eindruck, dass viele dieser staatlich eingesetzten Gutachter halt irgendwelche verblendeten Gutmenschen sind, ne? Die sehen, was sie sehen wollen, insbesondere beim braunen Mensch. Und ich bringe mal gerne das Beispiel, der Typ, der in Dresden dieses schwule Pärchen da überfallen hat mit dem Messer und einen von ihnen getötet hat. Dieser Typ war ja auch bei so einer Extremismus-Beratungsstelle, die staatlich gestützt war. Und dieser Berater da, der ja auch quasi eine ähnliche Funktion hat, ne? Der muss ja psychologisch den Typen einschätzen. Der hatte halt von nichts eine Ahnung, der hat nichts mitbekommen und so weiter. Und dieser Typ ist dann mit dem Berater noch spazieren gegangen. Der wurde ja nicht direkt geschnappt, sondern ist erstmal davon gekommen. An der Stelle, wo er die abgeschlachtet hat. Und der Berater hat halt einfach nichts gemerkt. Ich denke, diese Leute sehen halt, was sie sehen wollen. In vielen Fällen. Kann man natürlich nicht generell so sagen. Aber ja, das ist die Tat in Niederbayern. Damit würde ich kommen zu der Psychotat der Angeblichen. Das wurde so getitelt, damals im Anfang November von der Bild, von dem Typen, der vier Leute niedergestochen hat, drei davon schwer verletzt hat dabei in einem ICE. Ja, der Wind da hat sich ja schon am Anfang etwas gedreht. Die Gründe alleine, warum uns gesagt wurde, der ist wahrscheinlich geistesgestört, konnten wir nicht ganz nachvollziehen. Zum Beispiel hat er offenbar gerufen, während er die Tat ausübte, ich bin krank, ich brauche Hilfe, was sehr eigenartig scheint, für mich als Laien erstmal, dass man die Geistesgegenwart hat, selber zu erkennen, dass man gerade geistig umnachtet ist, aber dennoch die Tat weiter ausführt, das macht für mich einfach keinen fucking Sinn. Und Leute, die wahnsinnig sind, wissen in der Regel nicht, dass sie wahnsinnig sind, ne? Wie gesagt, das ist meine Laienmeinung. Man könnte denken, da hat jemand mit einem IQ von 80 sich darüber Gedanken gemacht, was könnte ich denn tun, um es so wirken zu lassen, als hätte ich einen Dachschaden, und hat dann entsprechend gehandelt. Exakt. Ja, genau. Das ging ja natürlich so durch die Presse. Da gab es ein Gutachten innerhalb von 24 Stunden. Ich glaube sogar deutlich weniger als 24 Stunden, dass er nicht schuldfähig sei und dass das Ganze überhaupt keinen politischen Hintergrund hätte, wie hier auch die Bild schreibt. Keine Anhaltspunkte für terroristischen Hintergrund. Der Wind hat sich dann erstmal leicht gedreht. Es wurde IS-Propaganda bei ihm gefunden. Das ist dann offenbar ein leichtes Drehen im medialen Kontext, denn es war nicht so, als ob im November, Mitte November war das dann, als das öffentlich wurde, dann auf einmal der Tenor komplett sich gedreht hätte, wenn dann bei der Bild, die Bild hatte dann angefangen, einige Fragen zu stellen, die restlichen Medien eher weniger. Für normalen Menschen ist das ja
fast Akte kannst du aufmachen, kannst du wieder zumachen. IS-Propaganda, der sticht Leute im ICE ab. Ja, natürlich ist das ein Islamist. Was zum Fick sonst soll das sein? Also, das wäre schon ein komischer Zufall. Der hat auf seinem Facebook-Profil offenbar Propagandavideos vom IS verbreitet. Und außerdem, was von der Bild, die das ausgegriffen hat, sogar noch höher gewichtet wurde, hat ein anderer Gutachter, und zwar ein sehr hoch angesehener namens Peter Winkler, der unglaublich viele staatlich beauftragte Gutachten erstellt hat, psychologischer Natur, der hat eigentlich genau das gesagt, was ich euch gerade gesagt habe, zu diesem Zitat mit dem "Ich bin krank, ich brauche Hilfe". So etwas sagt eben jemand nicht, der tatsächlich schizophren ist. Der hat nicht diese Geistesgegenwart. Die Überschrift in der NZZ, wo er dieses Interview gegeben hatte, war: "Diese Äußerungen des Tatverdächtigen machen mich schon sehr stutzig". Daraufhin hat die Bild dann auch eine lustige Überschrift nochmal gebracht, und zwar: "Doch keine Psychotat?", Fragezeichen. Was ich auch ganz lustig finde, weil sie beziehen sich hier auch vor allem auf diese NZZ-Geschichte, schreiben sie ja auch in dem Untertitel hier: "Gutachter widerspricht in NZZ, dass keine Sau mehr ihren scheiß Kopf zum Denken benutzt, ne? Dass wir immer irgendeinen scheiß Gutachter brauchen, der uns Sachen sagt, die uns der gesunde Menschenverstand sagen könnte." Aber wie gesagt, aufgrund von quasi derselben Faktenlage kommen wir einmal zu dem Schluss bei der Bild: "Es war eine Psychotat", weil wir ein Gutachten haben, da haben wir das nächste Gutachten oder die Aussage von einem anderen Gutachter und dann: "Oh, doch keine Psychotat?" Keine Ahnung, ich finde das irgendwie lächerlich, wie wenig man seinem eigenen gesunden Verstand dann noch vertraut. Ja, und jetzt, weshalb ich das überhaupt nochmal aufkoche hier, ist herausgekommen, was wir die gesamte Zeit vermutet haben. Der Messerattentäter Abdelrahman A. 27 stach am 6. November im ICE 928 Passau-Hamburg auf 3 Reisende ein. Bild berichtete, ich habe die Zahl 4 in einem anderen Bildartikel gelesen, auf jeden Fall 3 wurden schwer verletzt. Schnell gehen die Ermittler von einer psychischen Störung beim Syrer aus, doch das hat sich jetzt geändert. Abdelrahman A. ist laut Gutachter schuldfähig, so der Sprecher der Generalstaatsanwaltschaft München, Klaus Ruhland. Der leitende Oberstaatsanwalt zu Bild: "Es gibt auch Hinweise aus Auswertungen und Zeugenberichten, dass er einen islamistisch-extremistischen Hintergrund hat." Zunächst hatte die Süddeutsche Zeitung berichtet. Nach Bildinformationen fanden die Ermittler bei A. Propagandavideos der islamistischen Terrororganisation. Wie gesagt, das wussten wir auch schon Mitte November. Also das sind keine neuen Erkenntnisse. Nur jetzt haben da auch Leute nochmal drauf geguckt und gesagt: "Ja, möglicherweise ist der Typ mit IS-Propaganda auf seiner Facebook-Seite, der sich durch einen ICE gemessert hat, ein islamistischer Terrorist. Könnte ja sein. Außerdem soll er gegenüber einem Zeugen angekündigt haben, dass er eine Tat begehen wolle." Das ist in der Tat jetzt eine neue Information. Der vermeintlich geistig gestörte Messerangreifer entpuppte sich also offenbar doch als islamistischer Attentäter. Laut Süddeutscher Zeitung handelt es sich in Bayern um den einzigen entsprechenden Fall im Jahr 2021, lesen wir hier in der Bild. Also das Ganze muss auch nochmal schön relativiert werden. Alter, stell dir mal so einen Satz vor bei einem Rechtsextremen. Ja, ja, ja. Oh, das war der erste rechtsextreme Anschlag in diesem Bundesland im laufenden Jahr. Ja, 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 saugeil. Ja, genau. Und hier schildern sie eigentlich nur noch mal, wie das Ganze abgelaufen ist, dass er ja die Leute niedergestochen hat, dass sie schwer verletzt waren, dass insgesamt 300 Insassen in dem Zug waren. Und am Ende schreiben sie so, ich weiß auch nicht, so ein bisschen tapsig: "Erste Diagnose, der Syrer leidet an einer paranoiden Schizophrenie und an Verfolgungswahn. Sie hat sich wohl als falsch erwiesen." Ja, ups. Ja, ups, ja, auch, dass er die komplett einfach so übernommen hat. Das hat sich auch im Nachhinein als falsch erwiesen. Meine größere Frage ist an dem Punkt: Warum wussten wir das vor heute 20 Wochen in der Honigwabe, ja, Nummer 119? Warum wussten wir das sofort, ja, und alle anderen tappten im Dunkeln? Ich habe genau darüber gerade nachgedacht. Ich hätte das wie folgt kommuniziert: Was hat euch veranlasst, das, was euch der gesunde Menschenverstand eigentlich eintrichtert bei so einer Geschichte, ja, das über Bord zu werfen? Also das muss ja echt überzeugend gewesen sein. Wenn ich von irgendeinem Sachverhalt erfahre und mir kurz zu Gedanken mache und sage, ja, ja, ist eigentlich ziemlich eindeutig. Eigentlich ziemlich eindeutig, die Kiste. Ne? Was war es, das so schwer gewogen hat, dass ihr gesagt hat, ja, alles klar, nicht das, also, das ist so abwegig, dass das in Wirklichkeit doch ein Islamist war, dass wir das gar nicht mehr erwähnen. Ne? Aber stattdessen erwähnen wir dann übrigens im Nachgang, dass das der einzige oder erste Tat dieser Art in diesem Jahr in dem Bundesland X war. Und wie gesagt, der Schaden ist halt gemacht, ne? Es ist jetzt so ins öffentliche Auge im öffentlichen Auge war das. Kosubek könnte heute zu Gast sein. Kosubek könnte heute zu Gast sein, also 3 Wochen später, als sie es wirklich war. Und die könnte heute noch sagen, ja, es gab schon ganz schnell keinen Anschlag mehr, ne? Also weil ich denke, nicht, dass sie Normie wäre, ja? Dass sie Normie ist. Die ist schon ein bisschen basiert und so. Aber da draußen sind Millionen von Menschen, die würden heute so eine Aussage treffen. Ne, einfach weil das Ding ist mittlerweile begraben, interessiert doch keine mehr. Als ob in der Tagesschau da gestern oder vorgestern ein Special lief, ja, von wegen, übrigens, liebes Volk, ne, da war mal wieder ein Islamist am Stechen. Ja,
So kontrolliert man es dann, ne? So kriegt man die offensichtlichsten islamistischen Anschläge auch noch weggeframed. Sie sind dann nicht passiert. Auch hier bietet sich natürlich an, die Situation umzudrehen. Wenn irgendein strammer Deutscher, blonde Haare, auf der Facebook-Seite Propaganda von Sturmfront 88 sich durchmessert durch eine Shisha-Bar oder irgendwas, dann sähe es, glaube ich, anders aus. Gut, das wäre. Wir würden übrigens auch explizit Namen erfahren von den Opfern und die Nationalität würden wir auch erfahren. Ja, ja, klar. Da gäbe es so große Bildercollagen, die überall rumgereicht würden. Wahrscheinlich gäbe es sogar große Transparente, die in Städten wie Berlin und so weiter aufgestellt würden. Wie bei Hanau halt, ne? Ja. Das Lustige ist ja, wenn man der These der Staatsanwaltschaft vom Anfang, von der sie abgekommen ist nach einem unglaublichen medialen Shitstorm, wenn man der folgen würde, dass er dieses rassistische Ding da reingemengt hat, diese Stelle innerhalb der letzten, ich glaube, 3 Monate irgendwann vor der Tat in das quasi sonst wortgleich selbe Manifest, dass er das gemacht hat und sich auch die Shisha-Bar ausgesucht hat, weil er möglichst viel Aufmerksamkeit darauf lenken wollte und halt wusste, dass die Medien allem, was irgendwie als rechts geframed werden kann, die meiste Aufmerksamkeit schenken, dann haben hier tatsächlich in Hanau die Medien mitgeschossen. Ne? Dann sind die Medien ein instrumenteller Grund dafür, dass er sich dieses Ziel ausgesucht hat. Und wenn ich raten muss, dann war es genau so. Ja, ich würde auch eher darauf wetten. Ja. Gut, damit würde ich sagen, was ist Liebe, ne? Was ist die Liebe? Genau. Eine weitere Folge vom neuen Format, was ist eigentlich nach dem Hass, letztes Mal. Was ist eigentlich die Liebe? Nicht der Hass, sondern die Liebe. Gucken wir doch mal bei einem Vertreter der Liebe vorbei, Ralf Stegner. Was bekleidet der Mann eigentlich für ein Amt? Ralf Stegner ist ein deutscher Politiker SPD. Er ist seit dem 26. Oktober 2021 Mitglied des Deutschen Bundestages. Das ist ein Volksvertreter. Dieser Mann vertritt das Volk und die Liebe. Und deshalb hat er vorgestern auch Folgendes getweetet auf seinem iPad. AfD-Mann Reichert tritt als pöbelnder, geifernder, hasserfüllter, rechtsradikaler, ekelhafter Flegel auf. In unserer Demokratie muss man das ertragen. Hätten solche Leute was zu melden, säßen wir im Knast, nicht im Parlament. Unser Hund hat jedenfalls mehr Intelligenz als dieser Typ. Ich wollte dann eigentlich mal wissen, was hat denn der Herr Reichert, von dem ich noch nie gehört habe, eigentlich falsch gemacht? Aber dann Reichert AfD bei Google News eingegeben, kriegt er nur Treffer, die mehrere Wochen alt sind. Mit einer Ausnahme, Handelsblatt von gestern. Der Artikel heißt, auf Kosten der Kinder, heftige Debatte zu Familienetat im Plenum. Und im letzten Absatz ist dann von Martin Reichert die Rede. Heftige Attacken gab es auch von der AfD. Der Abgeordnete Martin Reichert warf Spiegel vor. Anne Spiegel ist übrigens die Dame, die immer noch im Amt ist, obwohl offenbar wurde, dass ihr PR- und Öffentlichkeitsarbeit wichtiger ist, als Leute vor dem sicheren Tod zu beschützen. Ne, da gab es diese Meldung bezüglich des Hochwassers. Und was sie dann noch zu ergänzen hatte, war, bitte noch Jen Dantan abschicken oder so ähnlich. Bitte nicht verklagen, ich gebe ihr ungefähr das Geschehene wieder. So, jedenfalls warf Reichert Spiegel vor, feministischen Egoismus zu verfolgen, statt sich etwa für eine geburtenfördernde Politik in Deutschland einzusetzen. Der Spiegelismus ist die Endstufe des feministischen Egoismus, befand er. Und das war's. Ich glaube, ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, wenn der Mann diese Woche einen Hitlergruß im Parlament gezeigt hätte, dann nehme ich an, hätte ich bei Google News ein paar Treffer dazu bekommen. Also es wird um diese Spiegelgeschichte hier gehen. Und dank Ralf Stegner wissen wir jetzt, dass so eine Wortmeldung dich zu einem pöbelnden, geifernden, hasserfüllten, rechtsradikalen und ekelhaftem Flegel macht und dass es verdeutlicht, dass der Hund von Ralf Stegner mehr Intelligenz hat als jemand, der von feministischem Egoismus redet. Das war Was ist eigentlich die Liebe? Dann würde ich damit das Thema Was ist eine Frau einläuten und zwar erstmal mit einem Fall von, ich glaube Mitte Januar war das, von der Show Dr. Phil, einfach mal um zu zeigen, dass, was wir jetzt gleich auch hören werden von der Supreme Court Richterin in Spe kein Einzelfall ist, sondern bei dieser politischen Seite de facto der Normalfall, wenn man sie wirklich so auf den heißen Stuhl setzt. Auf jeden Fall die allermeisten derer, die diese Geschlechteraufweichung und kannst das Geschlecht wechseln, kannst auch irgendwas dazwischen sein, kannst auch weder weiblich noch männlich sein, die so drauf sind, die können nicht definieren, was eigentlich eine Frau ist. Das wurde von Matt Walsh, einem Typen, der, ich glaube, mit dem L übrigens schreibt man das, Walsh, das ist ein Typ von Daily Wire, was, keine Ahnung, so ein bisschen junge Freiheit mäßig im amerikanischen Raum, glaube ich,
ist, ne? Also eher ein konservatives Medium. Ja, ich meine, aber ich glaube, bei denen ist quasi 100% ist Videocontent, ne? Also Ben Shapiro gehört dazu, der ist, glaube ich, auch Miteigentümer. Ah, ja, okay. Matt Walsh gehört dazu, Michael Knowles gehört dazu. Also da gibt es ein paar Akteure, die extrem gut laufende YouTube-Kanäle haben. Ich nehme an, die machen auch was anderes. Also tweeten werden sie alle, ne? So in die Richtung geht das. Ja, und da saß der Matt Walsh bei einer Debatte mit zwei Trans-Aktivisten. Diese Leute werden Vollzeit dafür bezahlt. Die machen, das ist deren Job, solche Gespräche zu führen über diesen Scheiß. Und dabei kam er eben auch auf genau diese Frage, was ist denn eigentlich eine Frau? Ich glaube, sogar er ist der, der dieses Meme, dass sie diese Frage nicht beantworten können, so richtig populär gemacht hat, überhaupt erst. Und, ja, kleine Vorgeschichte. Der wusste aber, dass er da demnächst die Bombe platzen lässt mit dieser Frage. Denn der hat das letzte Jahr damit verbracht, eine Doku zu drehen, die jetzt übrigens demnächst rauskommt. Ein Trailer könnt ihr auf seinem Kanal schon sehen. Nochmal Matt Walsh, ja, der hat das letzte Jahr damit verbracht, überall auf der Welt Leute zu fragen, was ist eigentlich eine Frau? Ja, und dann halt zu gucken, auch bei irgendwelchen Stämmen in Afrika. Das finde ich halt super interessant, weil die kichern dann so ein bisschen verschämt. Ne? Dem wird klar sein, was eine Frau ist. Okay. Aber der verwahrlosten Wohlstandsgesellschaft im Westen, der ist das teilweise nicht mehr klar. Also ich glaube, er wusste, dass das Ding wahrscheinlich viral gehen wird. Und in der Hinterhand hatte er sowieso schon diese Doku, die jetzt demnächst, also ich weiß nicht, nächste Woche oder so rauskommt. Ah ja, sehr interessant. Werde ich mir reinziehen. Ja, damit wurde es dann wirklich populär. Also ich habe das auch auf diesen Normie-Seiten gesehen, irgendwie so 9gag oder so. Da war das auch überall in den sozialen Medien, wurde von allen möglichen Leuten da geteilt. Und ich habe hier einen kleinen Zusammenschnitt mitsamt einer deutschen Übersetzung. Well, this is one of the problems with this left-wing gender ideology is that no one who espouses it can even tell you what these words mean. It's like, what is a woman? Well, can you tell me what a woman is? No, I can't. Because it's not for me to say. Womanhood looks different for everybody. You stood up here and said trans women are women. Yes. Tell me what you mean. What is a woman? Womanhood is something that, just as Ethan explained, I cannot define because I am not myself. But you used the word. So what did you mean when you said trans women are women, if you don't know what it means? Right. So here's the thing. So I do not define what a woman is because I do not identify as a woman. Womanhood is something that is an umbrella term. It includes people that who... That describes what? People who identify as a woman. Identify as what? As a woman. What is that? Was to each their own. Okay. Each woman, each man, each person is going to have a different relation with their own gender identity and define it differently. That doesn't, and so I'm trans women are women too. Okay. And you want to, hold on, tell me again, trans women are women. Women, you want to reduce men down to maybe just their genetics, our genitals, our chromosomes, right? That's what you're what saying. You want to is do is that, that's what we're what you want to do is appropriate women. You want to appropriate womanhood and turn it into basically a costume that could be worn. Ja, nochmal, das Thema dieser Debatte war, sind Transfrauen Frauen? Sie konnten, wie wir gerade gehört haben, nicht definieren, was eine Frau überhaupt ist. Ich glaube, bei einer Debatte darüber, ob Bananen Hülsenfrüchte sind, hätte man verloren an dem Punkt, wo man nicht mal in der Lage ist zu sagen, was eine Hülsenfrucht denn überhaupt ist, ne? Während sich zurückziehen muss auf, ach, eine Hülsenfrucht, das kann alles möglich sein. Also, wenn ich sage, dieser Kugelschreiber hier, der ist für mich eine Hülsenfrucht, dann ist der halt für mich eine Hülsenfrucht. Das ist ja, vielleicht identifiziert sich ja auch der Kugelschreiber als eine Hülsenfrucht. Sie reduzieren sich selber halt auf einen Punkt, wo absolute Absurdität erreicht ist, wo man eigentlich nichts mehr weiter sagen kann mit dieser simplen Frage. Lustig war, wie sie nachher dann das gehandhabt haben, diese Aktivisten, die haben einen Tag, bevor dann diese Folge ausgestrahlt wurde, die übrigens laut Matt Walsh um einiges auch noch gecuttet wurde, also das war offenbar nicht einmal der schwächste Moment, wenn man Matt Walsh glauben will, von diesen Leuten in der Debatte. Ja, und einen Tag, bevor das dann ausgestrahlt wurde, weil sie wahrscheinlich wussten, wie das laufen würde, haben sie dann auf Instagram, also die Leute, die wir gerade gesehen haben, sonst Statement rausgehauen, dass sie seitdem Albträume haben, Anxiety, also eine Angststörung entwickelt haben und Depressionen oder Depressive Cycles, Depressionskreisläufe. Ich glaube, das ist das universelle Zeichen für, du hast die Debatte gegen einen Linken gewonnen. Das ist deren Form von eingestehen, die Debatte verloren zu haben. Und es gab eine sehr, sehr geile Antwort von Matt Walsh auch darauf, die ich euch auch kurz zeigen will, wo er genau das gemacht hat, was man machen sollte. Genau so mit ihnen umgesprungen ist, wie man mit ihnen umspringen sollte, wenn sie dann auf diese Opfer, meine mentale Gesundheitsschiene gehen. Giving those criticisms on your knees and apologizing in advance for everything you say. I honor you, she said. Well, Addison and Ethan, I do not honor you. I think you're completely wrong about everything you say. What's more, I think you're narcissists and bullies. I think you don't give a damn about anybody or anything but yourselves.
I think you advocate for opening up bathrooms and sports teams because, from your perspective, the rape, trauma, and abuse that happens as a result is worth it. As long as your ideology wins the day and your self-perceptions are reinforced, because that's all you care about. I think you represent something that is not only anti-scientific and irrational, but evil. And I think you have evil intentions. I think you're bad people. And I think that you are neither correct nor well-meaning. And if one person in the whole world, in your whole life, saying this to you causes you to spiral into depression and be plagued by nightmares, maybe that should clue you in. It sounds like your conscience is trying to tell you something. Ja, das ist der einzige Weg, mit solchen Leuten umzuspringen, wenn sie dann wie immer diese Opferkarte spielen. Das war so ziemlich perfekt gehandhabt von ihm. Deswegen wollte ich das auch nochmal hier mitzeigen. Und Kasper, du hast mir gerade erzählt, dass die beiden Transpersonen danach dann nochmal zu Dr. Phil eingeladen wurden. Daher kommen diese Informationen, dass sie jetzt Angststörungen und so weiter hatten. Was dachtest du, wo sie das publik gemacht hätten? Auf Instagram, das hat Matt Walsh auch in seinem Video gesagt. Ah ja, weil die wohnt tatsächlich dann auch nochmal eingeladen zu Dr. Phil. Wenn ich mich nicht irre, ist denen zur Seite gestellt worden, irgend so eine, kann sein, dass es eine Medizinerin ist, aber die hätte fast Gender Studies studiert. Also das ist eine, die ist 150%ig auf Kurs. Ne? Die wurde denen zur Seite gestellt, um dann nochmal wissenschaftlich, ja, die Wissenschaft und so, ihr wisst Bescheid, zu untermauern, dass das, was diese beiden Frauen da sagen, natürlich alles exakt genau so richtig ist. Und das zeigt letztendlich wieder diese Asymmetrie auch in den Medien. Ne? Dass, also wie lädt man dann anschließend nochmal ein, alleine, um dann nochmal zu sagen, ja, das war voll gemein, dieses Gespräch, und wir haben uns voll verletzt gefühlt, dann haben wir Angststörungen und so weiter und so weiter. Da kannst du dir vorstellen, was dann beim Normie hängen bleibt. Also ja, es hat funktioniert. Es hat funktioniert. Ihr kleines Geheule da, ihr kleines Theater hat funktioniert. Sie haben alles bekommen, was sie wollten, und zwar, dass sie nochmal einen kleinen Werbetrailer einfach für ihre Ideologie da abziehen können. Ja, heftig. Aber wie gesagt, also für mich ist das Ganze eine kleine White Pill, denn in den sozialen Medien ging das in einem anderen Kontext rund. Auch in den Normie-sozialen Medien, nicht irgendwie auf, keine Ahnung, Poll oder Dämonich-Forum oder irgendwas, sondern wie gesagt, 9gag, Reddit und so weiter, da ging die Scheiße auch rund, und die Meinung dazu war sehr klar in Richtung Walsh. So, Lia Thomas, ich bin dran, ne, Schlomo? Hm? Ihr erinnert euch, auch Aquaman genannt. Da gab es Neuigkeiten diese Woche. Ron DeSantis, der aktuell basierteste Politiker der USA und Governor von Florida, hat Herrn Thomas Tittle übrigens aberkannt und die zweitplatzierte Emma Wayant zur Siegerin erklärt. Ich nehme an, das gilt dann nur in Florida, weil ich wüsste nicht, dass er jetzt irgendwie den Vorsitz hätte, keine Ahnung. Ja, aber er persönlich hat denen auf jeden Fall irgendwie den Titel aberkannt und der Zweitplatzierten. Das waren ja die Nationalmeisterschaften, was sie da, was er da gewonnen hatte, ne? Ja, genau. Also, die Frage ist, was kann Ron DeSantis eigentlich ausrichten? Aber gut, so ist es halt. So, das Punkt 1 fand ich ganz interessant. Dann haben wir Rachel Levine, also wir sind ja beim Thema, was ist eine Frau? Ne? Dann haben wir Rachel Levine. Rachel Levine, unschwer zu erkennen, verfügt im Gegensatz zu einer Frau über ein X- und ein Y-Chromosom und leitet dank Biden als erste Transperson ein Ministerium. Konkret das Ministerium für Gesundheitspflege und soziale Dienste der Vereinigten Staaten. Und Rachel Levine wurde vorletzten Sonntag von der USA Today zur Frau, zur Frau des Jahres gekürt. Soweit so normal. Dann kam The Babylon Bee ins Spiel. Eine Satire-Webseite, vergleichbar mit dem deutschsprachigen Postillon mit 1,3 Millionen Followern auf Twitter. Und die haben letzten Sonntag Rachel Levine dann zum Mann des Jahres gekürt. Und damit wurden sie dann von Twitter ausgeschlossen. Mit der Begründung, der Artikel, in welchem Levine zum Mann des Jahres gekürt wurde, wäre hateful conduct. Das ist echt scary. Wir sind an einem Punkt der Tyrannei hier angekommen. Das ist total gestört, Alter. Du kannst einfach nur die Wahrheit sagen und du wirst gebannt. Es ist nicht einmal irgendwie wertend oder so. Du musst einfach nur die Wahrheit sagen. Ja. Das reicht. Nein, Schlomo, erschweren kommt dazu. Das ist über jeden Zweifel habende Satire-Webseite. Die machen nur Shitposting und zwar richtig, richtig krass guten. Ja, also und so, nicht mal Satire darf das. Genau, die Lücke von Satire war ja eigentlich Wahrheiten auszusprechen, die verpönt sind oder nicht geduldet würden, aber sie haben halt irgendwie einen gewissen Schutz, das zu tun. Nicht mal sie dürfen diese fucking Wahrheit noch aussprechen. Und das ist scary. Ja. Wie gesagt, eine Sache, die Putin gesagt hat, um mal möglicherweise den Typen nett zu machen, der im Live-Chat war, mit dem Imperium der Lügen, das sich im Westen gebildet hat, das ist wahr. Das ist fucking wahr. Das ist es, ja. Also normal hier, hateful conduct,
hasserfülltes Verhalten. Ich habe das mal grob, also ne, wird schon passen. Um den Account wiederherzustellen von The Babylon, so habe ich das zumindest verstanden, mussten die dann den Fehler anerkennen und zukünftig davon absehen, natürlich hasserfüllt sich zu verhalten. Der Tweet selbst ist natürlich nicht rehabilitiert worden. Der Screenshot, der ist von heute Nachmittag. Der Post mit der Wahl zum Mann des Jahres verstößt gegen Twitter-Regeln, so steht es da. Als Kontrastprogramm, der Screenshot ist ebenfalls von heute. Warum sollte und wie kann Israel eliminiert werden? Ein 9-Punkte-Plan von Ayatollah Khamenei, gepostet von selbigen auf Twitter, ist nach wie vor aufrufbar. Kein Problem. Es wird noch viel besser dadurch, dass es ein 9-Punkte-Plan ist. Wenn der einfach nur gesagt hätte, ach, Israel macht's platt oder so. Nee. Ja. Konkreter Step-by-Step machen wir das hier. Ja. Der Post, ich kann es jetzt leider gerade nicht lesen, ich glaube von 2014. Ne? Das ist seit 8 Jahren, ist das kein Problem. Aber einen biologischen Mann zum Mann des Jahres zu ernennen, das ist hateful Kontakt. Alles klar. Gut, dann jetzt zuletzt das eigentliche Thema. Ich würde ganz kurz ansprechen. Punkt 3. What is the proper way of eliminating Israel? Das ist wunderschön. Ja, sehr nett. Sehr nett, wirklich. Ketanji Brown Jackson, zukünftige Richterin am Supreme Court, wurde diese Woche mit der Frage, was eine Frau sei, konfrontiert. Gucken wir mal rein. The two sexes are not fungible. A community made up exclusively of one sex is different from a community composed of both. Do you agree with Justice Ginsburg that there are physical differences between men and women that are enduring? Senator, respectfully, I'm not familiar with that particular quote or case, okay. So it's hard for me to comment as to whether all right. or not. I'd love to get your opinion on that, and you can submit that. Do you interpret Justice Ginsburg's meaning of men and women as male and female? Again, because I don't know the case, I don't know how I interpret it. I'd need to read the whole okay. thing. Okay. Can you provide a definition for the word woman? Can I provide a definition? Mm-hmm. No. Yeah. I can't. You can't? Not in okay. this context. So I'm you not believe a biologist. The meaning of the word woman is so unclear. Ja, Frau Jackson wurde hier gerade gefragt, ob sie der Aussage, es gäbe physische Unterschiede zwischen Männern und Frauen, zustimme. Ihre Antwort: Dieses Zitat sei nicht bekannt und sie müsse sich diesbezüglich erst belesen. Nächste Frage war, sind Männer männlich und Frauen weiblich? Antwort, sie kenne den Kontext nicht ausreichend, um sich dazu äußern zu können. Dritte Frage, können Sie das Wort Frau definieren? Nein, kann ich nicht. Ich bin keine Biologin. Das, meine Freunde, ist eine zukünftige Richterin am obersten Gerichtshof der Vereinigten Staaten. Und ja, ich will auch nicht mal diese Scheiße hören. Also, wie gesagt, ohne, ich weiß auch nicht, warum ich ihn jetzt immer erwähne, die Holgers dieser Welt, ne? Also, ich meine das nicht böse. Aber immer wenn ich dann höre, ja, das ist ein Zeitgeistphänomen, das wird vorübergehen, die wird Richterin am obersten Gerichtshof im wahrscheinlich mächtigsten Land der Welt. Auf jeden Fall einem der 3 mächtigsten Länder der Welt. Was braucht ihr noch? Was wollt ihr denn noch? Guckt euch doch an, was passiert. Wie könnt ihr nicht sehen, was passiert? Ja, ich meine, Schlummo, spätestens wenn, und wir machen den Amerikanern alles nach mit ein paar Jahren Verzögerung, spätestens wenn das hier ankommt, dann werden die Leute das auch sehen. Allerdings werden sie auch dann weggucken und sagen, naja, aber man muss doch auch Menschen respektieren, die sich im falschen Körper fühlen. Ja, richtig, aber darum geht es nicht. Die SPD hat dieses Jahr schon gut vorgelegt. Wir hatten den Tweet hier schon mal drin. Stellt euch den Wecker, dass auch hier demnächst Personen, die irgendwelche hohen Ämter bekleiden oder bekleiden sollen, nicht in der Lage sein werden, eine Frau von einem Mann zu unterscheiden. Es wird passieren. Ja, wundervoll. Ich habe, glaube ich, dann noch die Aufgabe, ein paar Memes euch zu zeigen, was ein bisschen dankbarer ist. Zum einen haben wir hier eine Frau, die im strömenden Regen fragt, regnet es? Und die Antwort von dem Mann daneben ist, ich weiß nicht, ich bin kein Meteorologe. Also, wo haben wir die Dinger her? Ich habe vorhin eingegeben noch bei Twitter, aber ich habe mitbekommen, dass diese Geschichte mit
Ketanji Brown Jackson, die ist so vor 2 oder 3 Tagen gewesen, dass danach ein paar echt geile Memes abgesetzt wurden. Und danach habe ich nochmal gezielt gesucht und da waren echt schöne Dinger bei. Schlummo, bitte, fahre fort. Von Trump Jr., also dem Sohn von Donald Trump, haben wir I have no idea what this, ich habe keine Ahnung, was das ist. Ich bin kein Biologe und dann ein Foto von einem Hai. Also glaube ich, ich bin ist auch Konsequenz. Kein Biologe. Dann haben wir den Arzt, der oder die Ärztin in dem Fall, die gefragt wird, Junge oder Mädchen, und sie sagt, ah, das ist nicht mein Areal der Expertise. I'm referring you to a biologist. Well, das ist die logische Konsequenz von dem, was uns da erzählt wird. Ist so. Ja, es zeigt ja auch, man will uns das, was wir auch schon bei Regensburg hatten, beim ICE, man will uns die Fähigkeit zum eigenständigen Denken vollkommen entziehen. Man will, dass der Normalzustand ist, dass du für alles irgendeine Autorität brauchst, die dir das sagst. Bei den offensichtlichsten Dingen, du darfst sie nicht mehr selber wahrnehmen. Sie werden für dich wahrgenommen und dann kannst du wiedercoin, was man dir sagt. Wie gesagt, es entsteht hier etwas, das könnte man auf die Dauer, wenn die Richtung so weitergeht, Diktatur nennen. Und das ist ein Teil davon. Die 1984-Memes waren wahrscheinlich nie akkurater als am heutigen Tag. Da haben wir noch als letztes Chase Geyser, keine Ahnung, wer das ist. Er schreibt auf jeden Fall, just had sex, but not sure if it was with a woman. I'm not a biologist. Ja, es klingt alles bescheuert, aber ja, so ist es. Konsequent zu Ende gedacht, ist es genauso. Und damit viel Spaß mit der Clownwelt. Ja, diesmal etwas zwischen Tür und Angel entstanden. 5,5 Minuten sind trotzdem bei rumgesprungen. Viel Spaß. Die Clown World 3. Nicht die dritte Narrenwelt, sondern 3 bescheuerte Kleinigkeiten aus der Medienmanege. Nummer 1. Die Berliner Polizei fährt jetzt Lastenrad. Polizeipräsidentin Dr. Barbara Slowik, 56, und Andreas Sido, übrigens Barbara Slowik, die im Rahmen der politischen Neuausrichtung der Polizei Berlin installiert wurde, Leiter der Polizeidirektion, übergaben am Donnerstag 81 neue Fahrräder, die übrigens folgendermaßen schick aussehen. Ich bin mir sicher, Abu Shaka, Shahur und Konsorten werden einen ganz neuen Respekt entwickeln. Die verkaufen ihr Zeug ab jetzt nur noch in recycelten Jutebeuteln. Statt im Funkwagen werden jetzt die Materialien für die Verkehrssicherheitsberatung mit Lastenrädern transportiert. Am Donnerstagvormittag übergab Polizeichefin Dr. Barbara Slowik, 56, 70 Dienst- und 11 Lastenfahrräder an die Verkehrssicherheitsberater der 5 örtlichen Polizeidirektionen. Zu den Dienstfahrrädern gehören ein Fahrradschloss, eine wasserdichte Gepäcktasche, ein Erste-Hilfe-Set sowie ein Multifunktionstool, um kleinere Reparaturen unterwegs selbstständig beheben zu können, sagte ein Polizeisprecher. Neue Dienstkleidung für die Polizeiradler gab es noch obendrauf. Hier übrigens ein Leak besagter neuer Dienstkleidung. Für die neuen Drahtesel hat die Hauptstadt tief in die Tasche gegriffen. Fast 1 Million wurde in den Schritt in eine verkehrsfreundliche Metropole gesteckt. 1 fucking Million. Für 70 Dienstfahrräder, also im Grunde genommen normale Fahrräder, und 10 Lastenräder. Beim ersten Angebot, das ich im Internet finde, würden übrigens 81 Lastenräder, also nur Lastenräder, 250.000 kosten. Und schon klar, die werden noch irgendwie anders ausgestattet sein, aber gerade wenn man diese Menge auf einmal kauft und zu 90% auch noch stinknormale Räder, nicht einmal Lastenräder, dann hätte ich erwartet, man kommt schon ein bisschen billiger weg, als mit dem Vierfachen dessen, was nur Lastenräder kosten würden. Auch mal wieder ein nettes Ding für die Libertären im Stile von: Der Staat lässt sich gerne schröpfen, denn es ist ja nicht sein Geld, ihm kann es ja egal sein. 5 Monate hat es übrigens in diesem Fall gedauert, von Esteban Cortés lustigen Memesong zu dieser Realität. Mit dem La-La-Lastenrad treffen wir uns alle in der Innenstadt. Wir ra-ra-radeln unserer Zeit hinterher. Das La-La-Lastenrad ist das Größte, was unser Land zu bieten hat. Und wenn man's uns befiehlt, strampeln wir sogar noch mehr. Nummer 2, und wir halten es heute mal lastenradlastig. Sie wollen ein Lastenrad kaufen? Bremen schießt bis zu 1250 Euro zu. Insgesamt investiert Bremen 500.000 Euro. Ah ja, also rumkommen werden am Ende dabei 5 Lastenräder und 35 Fahrräder mit einem Extrafach in der Tragetasche oder so. Wenn man sich hier auch am Berliner Goldstandard orientiert. Geld kommt aus einem Klimaschutzfonds. Ah ja, also vom Steuerzahler wie immer. Wen interessiert es, über welche Umwege? Bremen will ab Mitte April den Kauf von Lastenrädern und Fahrradanhängern fördern. Privatpersonen können dann einen Zuschuss von bis zu 1250 Euro pro Rad bekommen, das teilte Mobilitätssenatorin Maike Schäfer, Grüne, am Montag mit. Ja, sie macht ihrem Titel alle Ehre. Ähnliche Fördertöpfe waren in anderen Bundesländern schnell ausgeschöpft. In Niedersachsen ist ein Förderprogramm deswegen zum Jahresbeginn verlängert worden. ADFC will sich für Bremerhaven Förderprogramm einsetzen. Ja, ich hoffe mal, die Bürger in Wut, die dort übrigens von allen Orten tatsächlich im Parlament sitzen, haben da auch noch ein Wörtchen mitzureden. Der Allgemeine Deutsche Fahrradclub, ADFC, begrüßt die Lastenradförderung für die Stadt Bremen. Der Bremer ADFC bezeichnet
die Initiative als tollen Erfolg. Da laut ADFC jedes Lastenrad ein Auto ersetzen könne, bedeutet die Förderung einen großen Schritt für die Verkehrswende, so der Verein in einer Mitteilung. Da jedes Lastenrad ein Auto ersetzen könne. Kommentar erübrigt sich, denke ich. Wie sagen wir so etwas nur immer voraus? Wie riecht ein Esteban Cortez zum Beispiel in der abgasfreien Luft, dass das die Züge sind, die die Gesellschaft in wenigen Monaten annehmen wird? Und Nummer 3, kommen wir auch mal zu den weniger wichtigen Dingen. Bauernverband warnt, Brot könnte bald 10 Euro kosten. Ups, ich schätze, das sind keine guten Neuigkeiten für Projekt Brot und Brötchen. Das wird wohl eher zu Projekt Pappkarton und Altpapier mit Streichfett werden. Brot wird in Deutschland wohl schon bald deutlich mehr kosten. Wegen des Krieges in der Ukraine können die Bauern vor Ort kaum arbeiten. Die damit einhergehenden Ernteausfälle könnten laut dem Bauernverband zu extremen Preissteigerungen führen. Zwar seien Deutschland und die EU Selbstversorger beim Weizen. Deutschland produziert mehr, als wir selber brauchen, sagte der Hauptgeschäftsführer des Zentralverbandes des Deutschen Bäckerhandwerks, Daniel Schneider, der Deutschen Presseagentur. Dennoch gäbe es weitere Gründe, dass sich Brot und Brötchen verteuern. Wegen des Krieges können die Bauern womöglich nicht säen. Ich glaube, hier meint er wieder die in der Ukraine. In der Folge könnten Ernten ausfallen. Dann wird es zu Preissteigerungen auf dem Weltmarkt und auch in Deutschland kommen, meinte Schneider. Bereits 2021 hätten die Preise für Weizen wegen schlechter Ernten angezogen. Klaus-Peter Lucht, Vizepräsident des Bauernverbandes Schleswig-Holstein, sagte in einem Interview mit der Bild, Brot könnte bald 10 Euro kosten. Andere Produkte wie Sonnenblumen oder Rapsöl sowie Aprikosenmarmelade könnten laut seinen Angaben zunächst sogar komplett aus den Märkten verschwinden. Dem Landesinnungsverband für das württembergische Bäckerhandwerk sind vor allem die explosionsartig gestiegenen Energiekosten ein Dorn im Auge. Sie wirkten sich nicht nur auf die Produktion aus, sondern auch bei der Belieferung der Filialen. Hat er nicht aufgepasst? Womit werden die denn normalerweise beliefert bei euch? Ja, wohl mit irgendeiner Spielart von einem Auto, nehme ich an. Vielleicht dickes, fettes Anhängerauto oder wie der Fachbegriff nochmal ist, irgendwie sowas, oder? Wir haben doch gerade gelernt, dass ein simples Lastenrad, das obendrauf natürlich auch noch billiger ist, so ein Auto vollständig ersetzen kann. Und wer nach dem Lastenrad lebt, der soll gefälligst auch nach dem Lastenrad sterben. Denn das wäre immerhin eine unglaublich witzige Variante der nächsten göttlichen Plage, die uns hier gerade ins Haus steht. Alleine die Bilder von diesem Lösungsversuch wären eine Lastradladung in Gold wert. So viel damit zu dieswöchigen Clown World 3 und jetzt weiter im Text. Gut, dann kommen wir zu Fridays for Future. Bei Fridays for Future wurde eine Sängerin, von der ich noch nie in meinem Leben gehört habe, ausgeladen. Die heißt offenbar Ronja Malzahn. Hast du jemals von der gehört? Nee, nein, ich kannte die auch nicht. Ich kenne auch die Band dazu, ich weiß auch nicht, wie die Band heißt, keine Ahnung. Nie von gehört in meinem Leben. Und das hatte den Grund, dass sie als weiße Dreadlocks trug. Sie hat dann öffentlich gemacht, was ihr da als Absage geschickt wurde. Das blende ich jetzt hier einfach mal ein und lese es vor. Hallo Ronja ist direkt von dem offiziellen Fridays for Future Account. Ich glaube, Fridays for Future Hannover war das. Hallo Ronja, es tut uns sehr leid, dass diese Nachricht so spontan kommt und wir dir leider absagen. Der Grund dafür ist, dass wir gerade bei diesem globalen Streik auf ein antikolonialistisches und antirassistisches Narrativ setzen. Ja, wie gesagt, es wirkt ein klein bisschen so, als wäre diese Klimaszene quasi durchweg unterwandert von irgendwelchen intersektionalen Feministen, Linksradikalen. Und es daher für uns nicht vertretbar ist, eine weiße Person mit Dreadlocks auf unserer Bühne zu haben. Dreadlocks bei weißen Menschen sind eine Form der kulturellen Aneignung, da sie mit der Identität von schwarzen Menschen, also das war's, da sie mit der Identität von schwarzen Menschen und es in den Zeiten der Sklaverei von weißen Menschen als ein Zeichen der Unterdrückung genutzt wurde. Da hat jemand die Schule geschwänzt, glaube ich. Ist das überhaupt so? Ich habe keine Ahnung. Also für diese Scheiße recherchiere ich jetzt nicht nach. Es wäre auch scheißegal, wenn es so wäre. Aber den zweiten Teil des Satzes bitte nochmal. Dreadlocks zu Zeiten der Sklaverei von Weißen als Zeichen der Unterdrückung genutzt wurden bei den Schwarzen. Dass man sie das quasi gezwungen hat. Das höre ich zum ersten Mal. Ich glaube, ihr dazu hat auch ein Video gemacht, der hat zum Beispiel, was ich nicht wusste, ich glaube, er zeigt auch eine Quelle, wonach wohl die Germanen, also Gott, wie war das? Hat da irgendein römischer Herrscher sagte wohl, Zitat, die Germanen, ja, haben Haare wie Schlangen. Ja, und damit soll wohl gemeint gewesen sein, dass die etwa verfilzte Haare hatten, also Strich Dreadlocks. Ja, das ist ja ein und dasselbe. Also wahrscheinlich kann man sich auch darüber streiten. Ich glaube, du kommst gleich noch zur Sklaverei und den ganzen Scheiß. Ich habe das heute auch nochmal recherchiert. Da findet ihr zum Beispiel was von der Cambridge University, aber ihr findet da auch Dutzende andere Treffer, ja. Nach offensichtlich aktuellem Stand der Wissenschaft gab es im Osmanischen Reich Millionen, ich wiederhole, Millionen weißer Sklaven aus Europa. Ja, also auch, wir haben diese Erfahrung mit Sklaverei nicht, was die ja übrigens auch nicht gemacht haben. Ja, fragt bei hier Savage von Savage Mindset nach, ob er die Erfahrung der Sklaverei gemacht hat oder so ein Scheiß. Hat er nicht, hat auch sein Vater nicht, ja. Wer davon zum ersten Mal hört, fangt einfach an mit Ottoman Empire Slave Trades oder so. Ihr findet einige Treffer. Es gab weiße Sklaven und zwar nicht
3000 in der Geschichte der Menschheit, sondern Millionen. In Ägypten gab es auch, auch wenn es eine gute Weile her ist, weiße Sklaven. Dann gab es natürlich auch Weiße, die Weiße versklavt haben und so weiter und so fort. Wie gesagt, was immer weggelassen wird, ist natürlich, Weiße der Westen sind die einzigen, die jemals Sklaverei komplett abgeschafft haben. Ja, ich zitiere an der Stelle Gavin McInnes, ja, der weiße Mann hat die Sklaverei nicht erfunden, aber er hat sie beendet. Und lustigerweise auch ein Fakt, das soll jetzt nichts relativieren oder so, aber ich fand es sehr interessant, als ich das erste Mal gehört habe. Es war so, oh, okay, ich hätte mir das anders vorgestellt. Ich hätte mir das so vorgestellt, als wären irgendwie Europäer halt nach Afrika gekommen, hätten da einfach so eine kleine Jagd gemacht, Leute in ein Netz gepackt und dann rübergeschafft. Nein, das waren die Araber. Die waren schon Sklaven. Sie haben sie quasi dort als Sklaven gekauft und dann darüber gebracht. Wie gesagt, das soll nichts relativieren oder so, aber ich fand es einen lustigen Funfact. Aus diesem Grund sollten weiße Menschen keine Dreadlocks tragen. Ich frage mich auch, wie lange ich mir die Haare nicht waschen muss, damit ich dann auch schon rassistisch bin. Also, auch wenn ich das eigentlich nur mache, weil ich halt ein fauler Penner bin. Ja. Da sie sich einen Teil einer anderen Kultur aneignen, ohne die systematische Unterdrückung dahinter zu erleben. Ja, also mir kommt das so vor, als würde sie gerade mit dieser Ausladung für ihre Frisur mehr systematische Unterdrückung erleben, wegen ihrer Hautfarbe. Ne? Sie wurde ja explizit ausgeladen, ja, weil sie weiß ist und diese Frisur hat, als wahrscheinlich jeder Schwarze, der momentan in Deutschland lebt. Wir hoffen, dass du dich damit auseinandersetzt. Gott, was für dass du dich damit auseinandersetzt. Wir wollen dich bilden. Immer die, ohne Scheiß, diese Dolores Umbridge-Attitüde ist wirklich unglaublich. Und wir bieten dir bei Bedarf in den Tagen nach der Demo diesbezüglich an, in einen Austausch zu gehen. Solltest du dich bis Freitag dazu entscheiden, deine Dreadlocks abzuschneiden, würden wir dich natürlich auf der Demo begrüßen und spielen lassen. Alter. Da siehst du direkt, wo die Machtverhältnisse liegen. Ja? Ist ein bisschen wie irgendwie in den, keine Ahnung, irgendwie 60er, 70er Jahren, als es so eine Art Widerstandszeichen damals noch von Hippies waren, die ja auch gesellschaftlich zumindest am Anfang alles andere als gerne gesehen waren, lange Haare zu haben, wie man da mit den Leuten quasi umgesprungen ist. Ne? Nun jetzt halt auf Rasse bezogen. Mit einer bestimmten Rasse darfst du nicht mehr alle Frisuren haben. Uns tut es leid, dass wir es überhaupt zu dieser Situation haben kommen lassen und uns nicht ausführlich genug damit beschäftigt haben, welche Künstler, Sternchen, innen für unsere Demo angefragt wurden. Viele Grüße, Fridays for Future Hannover. Und sie, wie gesagt, hat das dann erstmal öffentlich gemacht und hat dann ein ziemlich eigenartiges Statement rausgehauen, das ich euch direkt als nächstes Mal einspielen werde. Hallo liebe Welt da draußen, mein Name ist Ronja. Ich wollte gerne Stellung dazu nehmen, was heute passiert ist, medial, in diesem großen Aufruhr um das Thema von Fridays for Future und dem Konzert, was wir eigentlich am Freitag dort machen wollten und was jetzt abgesagt wurde. Zunächst ein bisschen Kontext zu mir. Wir machen Musik auf 7 verschiedenen Sprachen und sind ein buntes Team aus 15 Musikern und verschiedenen visuellen Künstlern aus verschiedenen Nationalitäten mit unterschiedlichen kulturellen Hintergründen und stehen mit unserer Kunst ein für kulturelle Vielfalt, ihr eine Bühne zu geben, sie zu zelebrieren und für Toleranz, für Gender Equality und für Frieden einzustehen mit unserer Musik. Nun fand ich es sehr schade, dass wir von Fridays for Future auf eine derartige Art und Weise ausgeladen wurden, am Freitag nicht spielen zu dürfen, weil das Thema meines äußeren Erscheinungsbildes, meine Dreadlocks und meine helle Hautfarbe, das anstößig sind für das Thema der Cultural Appropriation. Ja, vom Rest Ihres Statements verschonen wir euch, das geht insgesamt 3,5 Minuten oder so. Wir halten fest, die Frau ist auf jeden Fall voll so Team International und so. Und natürlich auch mit Diversität und Kultur und alles. Also sie ist eine von den Guten. Ja? Also in und anderen Worten, sie hatte das fucking verdient. Es war Ja, dazu komme ich gleich noch. So ist es. Ja, darum finde ich es umso geiler, dass sie letztendlich gecancelt wurde. Auch wenn es da, wenn sich dabei, was ein bisschen schade ist, ja, aus meiner Sicht, nur um einen Auftritt handelt. Denn sie selber ist ja Teil dieser Ideologie der Wahnhaften. Sie selber leidet übrigens, zumindest sprachlich, noch an einer multiplen Persönlichkeitsstörung. In dem Teil, den ihr gesehen habt, hatte sie mehrfach die Möglichkeit zu gendern, Künstler, Musiker, hat es aber nicht getan, redet dann aber davon, dass sie für Gender Equality einstünde. Okay. Sie ist übrigens auch sehr dankbar, ja, das sagt sie so, dafür, dass man sich dafür entschuldigt hat, dass man ihr anbot, dass sie sich einfach bis Freitag die Haare abschneidet, damit sie dann auch spielen dürfe. Später sagt sie dann, denn eigentlich ist Fridays for Future eine Organisation, von der ich eine Menge halte. Selig sind die, die da geistlich arm sind. Frau Malzahn soll mir mal erzählen, wann sie jemals so angefeindet wurde, wie von diesem Wokistenverein. Und weil sie den Knall offenbar trotzdem nicht gehört hat,
Bitte macht weiter. Cancelt einfach alles weg, was nicht zu 150% auf Linie ist. Vielleicht tut sich dann mal was bei geistig armen Kunstschaffenden. Ich find's erschreckend. Überlegt euch das mal. Da canceln Linksextreme jemanden, der ihnen nicht linksextrem genug ist. Und die Gecancelte will dann anschließend noch Gespräche führen und erzählt in ihrem Statement irgendwas davon, wie wichtig die Themen Diskriminierung und Diversität und was weiß ich alles sein. Und das war mit der eigenen Musik für kulturelle Vielfalt und Gender Equality einstünde. Während es dabei bleibt, ne? Also die Absage, die ist final gewesen. So ist es, so ist es. Ja, ich wollte hier noch kurz die Frage in den Raum stellen. Wie gesagt, das klassische Ding bei kultureller Aneignung. Hier sehen wir gerade David Alaba von Bayern München, einen Schwarzen, eine Tracht tragen. Ich glaube, neben ihm ist das eine Asiatin? Sieht ein bisschen so aus, ne? Sieht für mich auch so aus, ja. Die trägt auf jeden Fall auch so klassisch bayerische Kleidung. Da wäre es natürlich anders gelagert. Aber ich denke, sie haben da auch ein gewisses Problem. Sie sprechen ja davon, dass nur Schwarze diese Dreadlocks tragen dürfen. Und um da nochmal den Bogen zu machen zu der Frage, was ist eine Frau? Was sie auch nicht, oder viele von ihnen, zumindest die Ungeschickteren, nur sehr schwerlich beantworten könnten, ist die Frage, was ist denn überhaupt ein Schwarzer? Für sie ist das ja nichts Genetisches. Du kannst zwar so einen fucking DNA-Test machen und der wird dir ziemlich genau sagen, wo deine Vorfahren herkamen. Und das wird in 99,9999% der Fälle auch ziemlich genau korrelieren mit deiner Hautfarbe und all den anderen Sachen, die, ethnische Herkunft ausmachen, so wie zum Beispiel die Nase, die Gesichtsform, die Lippen und so weiter und so fort. Schwanzlänge, ne, um mal ein Meme-Beispiel zu bringen. Sie wären in der Regel auch nicht in der Lage, das zu definieren. Ein Geschickter von denen könnte dann noch sowas machen wie, ja, das ist ja eine Außenzuschreibung, es geht darum, ob du so gelesen wirst und, also deswegen sagen sie auch immer schwarz gelesen oder BIPOC gelesen, weiß gelesen, das hat ja für sie keine reelle Grundlage, die es selbstverständlich hat. Ne? Ja, wenn man ihnen dann aber die Pistole auf die Brust setzt, und damit wollte ich nochmal einen alten Clip aus der Salzmine zeigen, den ich hier kurz zusammengeschnitten habe, und sie fragt, du hast nur die Informationen über diesen Typen, den ich dir jetzt zeige, von diesem Bild, das du jetzt siehst, und du musst mir jetzt sagen, welche Herkunft die Eltern hatten. Ethnische Herkunft. Wenn Rasse nichts Biologisches ist, wenn das quasi eine zufällige Verteilung ist, dann sollte man ja davon ausgehen, dass du es mir nicht sagen kannst. Übrigens, genau das war dann auch der Fall. Hier nochmal der alte Salzminen-Clip. Die sagen, es gibt quasi genetisch unterschiedliche Gruppen. Diesen Gruppen kannst du bestimmte Merkmale zuweisen. Oder du kannst anhand bestimmter Merkmale diese Gruppen unterscheiden oder so rum, kann man es auch sagen. Das wirst du anzweifeln? Das kann man definitiv anzweifeln, okay, wenn dann, man dann das auf Genetik bezieht. Okay, dann würde ich an diesem Punkt gerne mal, ich habe dir jetzt eine Foto gegeben, ne? Vielleicht kannst du das mal irgendwie im Hangout einblenden, dass er es kurz sehen kann. Hangout? Das ist eigentlich so basic, oder wo auch immer, dass er es sehen kann. Kannst du einfach hier reinposten und nur im Stream anblenden. Ja, ich hab's gepostet. Und sieht man auch im Stream tatsächlich. Alles klar. Ist das ein Japaner oder ist das ein Aborigine? Und woran machst du das fest? Das könnte ich dir jetzt so anhand dem Bild sagen. Du willst mich verarschen. Okay, Moment. Pixel, du hast die Chance, 1 Million Euro zu gewinnen und nur die 2 Antwortmöglichkeiten. Was willst du dann eher wählen? Ja, ist das nicht dein Ernst? Was? Ja, was? Wie soll ich das jetzt anhand davon sagen? Anhand von seiner Hautfarbe, seiner Knochenstruktur, seiner Gesicht? Was ist das? Ja, das ist halt eben exakt die falsche Argumentation, die du aufbaust. So, das ist wichtig. Du könntest es wirklich nicht sagen, wenn du 1 Million Euro für die richtige Antwort hast. Du belügst dich selber gerade. Aber jetzt lass ihn trotzdem mal ausreden. Ja, eine alte Sternstunde habe ich hier nochmal aufleben lassen. Werde ich ganz nostalgisch bei, die guten alten Salzmine-Zeiten. Ja, er wollte mir tatsächlich partout nicht sagen, ob das ein Aborigine oder ein Japaner wäre. Später hat er sich dann im Stream noch darauf zurückgezogen, er hätte verstanden, ist das ein Afrikaner oder ein Aborigine, was für mich deutlich anders klingt als Japaner und Aborigine. Und ich glaube, er hat sogar einmal irgendwie Japaner wiederholt. Ist ja auch egal, ich kaufe ihm das nicht so ganz ab. Und selbst das will ich auch noch festhalten, wurde mir dann nicht beantwortet. Also all meine Fragen blieben unbeantwortet. Wir sehen hier wieder einmal die geschützten Gruppen, die sie definieren. Die sind im Endeffekt einfach nur ein Schutzschild, um ihre Agenda unangreifbar zu machen, ohne dass man irgendwie halt nach unten auf die armen Wehrlosen draufschlägt. Die Schwarzen, die Nicht-Weißen, die Frauen, die was auch immer, sie können diese Gruppen selber nicht einmal definieren, während es jedem geistig gesunden Menschen natürlich leichter fallen würde, als sonst was, sie grob zu definieren. Ich glaube, da haben wir noch einen Quickie, ne?
Rambani noch, hast du den da drin? Wie hieß denn die Frau? Bärbel Bass? Genau. Die wollte es uns jetzt zeigen, ne? Ja, exakt. Das ist Bärbel Bass, amtierende Bundestags, um Gottes Willen. Ich bin darauf gar nicht vorbereitet, Stummo. Vizepräsidentin, glaube ich. Bärbel Bass ist eine deutsche Politikerin und seit dem 26. Oktober 2021 Präsidentin des Deutschen Bundestages. Ja, also man sollte meinen, eine hochseriöse Frau, die ist jetzt an Corona erkrankt. Diese Woche muss das gewesen sein. Und dann hat die ein TikTok-Video produziert zu dem Thema, ich bin jetzt an Corona erkrankt. Zeig uns das da mal an, Schlomo. Alleine, ich komm bestimmt, ich komm bestimmt. Ja, ich kann jetzt auch nicht mehr viel zu sagen. Also, Schubo sagt mir gerade, das Video ist durch, ja. Das ist unsere Bundestagspräsidentin. Ich hab's noch nicht gesehen, ehrlich gesagt. Was sagt die da? Die singt ein Lied. Gott, wie ist denn der Text? Ich komm schon wieder auf die Beine. Ich komm schon wieder auf die Beine. Das ist unsere Bundestagspräsidentin. Ja, und ihres Amtes würdig, würde ich sagen. Bei den Lotus Eaters, da hatten die ja die Theorie von der Weile in den Raum gestellt vom, ich glaube, Öko-Leninismus haben sie es genannt. Und zwar vor allem den Aspekt vom Leninismus, dass man sich den ab der Gesellschaft genommen hat und in hohe Positionen gebracht hat, weil man eben wusste, dass genau diese Leute, die ansonsten in einer normalen, gesunden Gesellschaft nie etwas werden könnten, hundertprozentig loyal sein werden, weil sie wissen, sie müssen das System erhalten, denn ohne das System sind sie nichts. Sie könnte nichts anderes, ne? Und das passt wieder etwas da rein. Oh ja, oh ja. Das passt auch zur Infantilisierung der Gesellschaft. Da gibt es ein Buch, habe ich bis heute weder bestellt noch gelesen. Ich glaube aber, das ist gut. Ich meine davon zuletzt sogar heute gehört zu haben in dem Podcast In Dubio von der Axel des Guten. Bin mir nicht ganz sicher. Ja, jedenfalls höre ich den Titel immer mal wieder. Ich glaube, das geht auch in genau diese Richtung. Es ist einfach nur peinlich, Alter. Gut. Aber denkt dran, ne? Verweist doch mal auf das, was wir euch vor einer Stunde oder so gezeigt haben. Der Herrgott, wie hieß er? Reichhardt? Ich glaube, Reichhardt hieß er von der AfD. Der ist dümmer als der Hund von Ralf Stegner. Während die SPD ist übrigens geraten. Ich will gar nicht, doch, ich gucke jetzt nach. Ich rate jetzt mal, die ist von der SPD, die gute Frau Bärbel Bass. Das machen wir jetzt noch schnell. SPD ist ein Volltreffer, ne? Halt. Es gibt hochintelligent, diese, aber ja, bitte. Würde sagen, es gibt diese SPD-Fresse, ne? Insbesondere bei Frauen. Man sieht irgendwie, wenn die aus der SPD sind. Genauso wie eine Grüne sieht man auch irgendwie so ein bisschen schon am Gesicht. Und dann haben die noch immer so einen riesen Schal. Das ist das Markenzeichen von den Grünen. Die haben immer einen dicken, fetten Schal. Ich habe so ein bisschen die Theorie, dass das so eine interne Hackordnung symbolisiert. Wer den dicksten, fettesten Schal hat, der ist das Alpha-Tierchen bei denen.